Es freut mich, dass ich Sie hier im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Kerpen in Kerpen zur Diskussionsveranstaltung über das Friedenswort der Rheinischen Kirche, das Friedenswort 2018, begrüßen darf. Sowohl diejenigen, die jetzt ganz physisch hier anwesend sein können, als auch diejenigen, die hoffentlich in großer Zahl den Livestream verfolgen. Mein Name ist Almut Koch-Torjul. Ich bin Gemeindepfarrerin hier in Kerpen und ebenfalls in der Nachbargemeinde Frechen. Unsere Gemeinde ist sehr gerne Gastgeberin dieses Abends. Warum findet die Diskussionsveranstaltung zum Friedenswort hier statt und nicht in der Melanchthon-Akademie oder in den Räumen des Kirchenkreises Köln-Süd, die ja beide Mitveranstalter sind? Das hat seinen guten Grund. Wir wollten und wollen das Friedenswort bei den Gemeinden ins Gespräch bringen, in den Gemeinden, in der Gemeinde, wo Kirche vor Ort lebt und lebendig ist und miteinander redet. Das blaue Heft, das hat uns ja alle im Jahr 2018 per Post erreicht. Absender: Evangelische Kirche im Rheinland. Wir hier in Kerpen hatten den Eindruck, oh, Friedenswort, das ist etwas ganz Gewichtiges. Kirche auf dem Weg zum gerechten Frieden, das ist etwas Bedeutsames. Das gehört nicht einfach nur, wie so manches Heft, was man bekommt, ins Regal. Und der Präses forderte im Vorwort ja auch alle Ebenen der Kirche zur Beschäftigung mit diesem Text auf. Das haben wir ernst genommen hier in Kerpen. Dann hat der Ausschuss für Theologie und Gottesdienst den Text gelesen, hat sich getroffen und stellte fest, oh, das geht nicht so einfach. Damit kommen wir alleine nicht wirklich klar. Dieser Text wirft so viele Fragen unter uns auf. Er setzt eine Menge Insiderwissen voraus und erweckt auch zwischen uns den Widerspruch. Fazit: Es braucht Erläuterung und Diskussion, denn sonst kommt so ein Text nicht auf die Gemeindeebene, jedenfalls nicht hier bei uns. Das war im Februar 2019, lang ist es her, und endlich ist es soweit. Durch die Unterstützung von Martin Bock, von der Melanchthon-Akademie und auch auf Einladung dieses Kirchenkreises Köln-Süd wird uns heute die nötige Gesprächsplattform geboten. Und das Friedenswort kommt zu Wort. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Austausch. Und jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Bock. Ja, danke, Frau Koch-Torjul. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich heute Abend zu diesem Abend, der eigentlich doch auch ein bisschen anders geplant war, voller Menschen, die enger beieinander sitzen. Jetzt ist es so, dass wir die Stühle breit verteilt haben. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass das Wort Shalom, Peace, La Paix, La Paz, das ja eigentlich einen umfassenden Zustand der Gesellschaft, einen Zustand der Welt zwischen Mensch und Natur meint, dass dieser Zustand im Moment einfach durch die Corona-Krise in hohem Maße in Mitleidenschaft gezogen ist. Das mussten wir jetzt alle miterleben, und trotzdem waren wir der Meinung, dass dieser Abend trotzdem stattfinden soll, auch weil am 8. Mai ja schon ein Gedenken, was an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, so stark überschattet war von der Corona-Krise. Umso mehr möchte auch ich Ihnen, Frau Koch-Torjul, und der Gemeinde und dem Kirchenkreis danken für die Gastfreundschaft. Wie Sie schon gesagt haben, zeigt sie ja auch, dass Gemeinde in der Tat nicht nur ein Forum, sondern auch ein Ort von Friedensethik und Friedenstheologie ist, dass darüber nicht nur gearbeitet, sondern eben auch gebetet und die Schrift ausgelegt wird. Auch das wollen wir heute Abend miteinander tun, als Christen, Menschen, nicht mit innerem Abstand, sondern nur mit ein bisschen äußerem Abstand. Ich danke auch ganz herzlich dem Amt für Presse und Kommunikation im Evangelischen Kirchenverband,
die es eben möglich gemacht hat, dass dieser Abend heute Abend live gestreamt wird und man ihn auch hinterher noch über den YouTube-Kanal von www.kirche-köln auch noch länger anschauen kann. Wir haben gerade schon gehört, die Evangelische Kirche im Rheinland hat vor anderthalb Jahren einen Impuls zur Diskussion gestellt, ist damit nicht allein. Es gibt auch andere Landeskirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es gibt die Evangelische Kirche in Deutschland selber, die sich diesem Thema der Weg des gerechten Friedens gestellt hat. Und es gibt die katholische Kirche und andere Trägerinnen in der weltweiten Ökumene. Und diese Diskussion soll in die Gesellschaft hinein und in den Kirchengemeinden geführt werden und bis zum Ende des Jahres zurückgespiegelt werden in die Landessynode in Bad Neuenahr oder im Netz. Wer weiß das im Moment schon? Wir wollen heute Abend fragen, wie weit für die Menschen, die heute Abend da sind, dieses Friedenswort jetzt schon trägt und wie wir es noch tragfähiger machen können, dass die nächste Landessynode mit einer Mehrheit diesen Weg des gerechten Friedens mit dem Spielraum, den sie hat, weitergehen kann. Und wo sich Menschen davon motiviert, provoziert und herausgefordert fühlen. Da wollen wir weiterkommen und haben Gäste eingeladen, die wir beiden jetzt herzlich begrüßen. Es ist einmal Frau Landeskirchenrätin Anja Vollendorf, die Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche im Rheinland. Herzlich willkommen. Das ist Petra Reitz, leitende Militärdekanin des Dekanates West. Dazu gehört Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen der Bundeswehr. Herzlich willkommen. Das wäre Reinhard Vogt, langjähriger Presbyter der Kirchengemeinde Kleppenberg, der leider heute Nachmittag aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Es ist besonders schade, weil er Vertreter einer Kirchengemeinde ist, die sich als Gemeinde auf den Weg des gerechten Friedens gemacht hat mit einem Presbyteriumsbeschluss und der aus seiner mennonitischen Herkunft uns Spannendes gesagt hätte dazu, was das bedeutet, als Gemeinde diesen Weg zu gehen. Wir werden ihn versuchen, gut zu vertreten. Und Rainer Schwalb ist bei uns Brigade, General und Militärattaché AD und Gemeindemitglied in der Evangelischen Gemeinde in Frechen. Und Frau Kochtor-Juhl als Gemeindepfarrerin in Frechen und Kerpen ist heute Abend auch mit auf dem Podium. Der Abend soll so verlaufen, dass wir zunächst ein Impulsreferat von Frau Vollendorf hören, Einführung in das Friedenswort und über das, was es jetzt schon in der Rheinischen Kirche bewegt hat. Wir dann in ein Podiumsgespräch miteinander eintreten und dann auch Sie als Publikum hier vor Ort sich einbringen können. Frau Vollendorf ist seit 3 Jahren an dieser Stelle im Landeskirchenamt zuständig für die außereuropäische, weltweite Ökumene, für Partnerschaften, Entwicklungspolitik und das breite Themenspektrum von Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung. Ich sage trotzdem noch dazu, Sie waren auch 12 Jahre Gemeindepfarrerin in der Westfälischen Kirche, in der Nähe von Bochum, glaube ich. Sie haben in der ökumenischen Dekade Kirchen in Solidarität mit den Frauen mitgearbeitet, also 2 Westfälinnen. Und Sie waren 3 Jahre entwicklungspolitisch unterwegs im Kongo. Also, Sie bringen ganz schön viel weltweite Erfahrung mit und führen uns jetzt in den nächsten 20 Minuten in dieses Papier ein. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Einführung und Vorstellung. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Kochtor-Juhl, beim Presbyterium der Gemeinde und bei der Akademie dafür, dass Sie diese Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. Da muss man sagen, das ist ja schon was Besonderes. Das ist mutig. Ich finde, das ist klasse, denn ich denke schon, dass das nicht einfach ist, das Leben, wie es uns seit März ereilt hat. Ja, aber zum Friedenswort. Ich werde Ihnen das einfach mal vorstellen. Ich habe vorgestern erlebt, dass das Friedensgutachten der führenden
Deutschen Friedensforschungsinstitute herausgekommen ist. Das richtet sich in jedem Jahr an den Bundestag und an die Bundesregierung vornehmlich. Da sind einige Themen der Zukunft angesprochen worden, die im Januar 2018, als dieses Friedenswort beschlossen wurde, noch überhaupt nicht im Blick waren und nicht auf der Tagesordnung der öffentlichen Diskussion. Die Schulstreiks, ich habe mal nachgeguckt, der Fridays for Future Bewegung, die starteten erst im November 2018. Das heißt, das Klimathema kommt im Grunde nicht vor. Covid-19 war selbstverständlich noch nicht in den weltweiten Wortschatz eingegangen und George Floyd lebte noch. Sie merken, die Zeit ist schnelllebig für Friedenswörter. Dennoch werde ich Ihnen das Friedenswort 2018 sehr gern, wie abgesprochen, vorstellen. Das ist das Inhaltsverzeichnis des Wortes. Ich möchte Ihnen über den Rahmen zum Friedenswort einige Inhalte und seine Intention Auskunft geben, sowie ein paar Ergebnisse des inzwischen 2,5-jährigen Diskussionsprozesses vorstellen. Das Friedenswort war schon von der Landessynode 2017 für das Jahr 2018 in Auftrag gegeben worden. Die Landessynodalen wollten Erinnerungsarbeit leisten. Das ist im Grunde der Hintergrund des Friedenswortes. 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg. Zugleich aber wollten sie einen friedensethischen Akzent setzen, wie es auf vielen Synoden vorher auch in der Landessynode geschehen war. Zum Beispiel 2010 gab es einen Beschluss zu Atomwaffen. Zum Krieg im Irak gab es 2014 einen Beschluss. Das Friedenswort 2018 hat Gedächtniskultur, wie ich dann schon sagte, im Hintergrund. Und es ist keine Studie, es ist kein umfassender Bericht, es ist eine Äußerung, letztlich ein Wort zur Zeit. Sie wissen, Westeuropa kennt seit über 70 Jahren keinen Krieg. Wer jünger als 70 Jahre ist, hat sein Leben lang hier in Frieden gelebt und kennt nur Nachkriegszeit. Andernorts in dieser Welt kennen 30-Jährige ihr Leben lang nur Krieg. Der Historiker und Friedensforscher Wolfram Wette sagt, kein Volk hat wie die Deutschen die Abneigung gegen den Krieg gelernt. Denn diese über 70-jährige Friedenszeit inzwischen ist ja schon etwas Besonderes. Jetzt mahnen uns in Europa mit Blick auf die Zusammengehörigkeit von Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsverantwortung viele aus dem globalen Süden zum weltweiten Frieden. Sie mahnen und sagen, wir exportieren letztlich den Krieg, um in Europa in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben zu können. Sie mahnen, dass in ihren Ländern mehr Menschen an Covid-19-Maßnahmen sterben als am Virus selbst. Sie mahnen, dass die von den Industrienationen verursachte Klimakrise in schwachen, fragilen Staaten eine nachhaltige Friedenssicherung erschwert bis verunmöglicht. Und jetzt zuletzt, Afroamerikanerinnen machen auf das schreiende Unrecht systematischen Rassismus aufmerksam, das wir auch in Deutschland sicherlich mal anzugehen haben. Das sind Bilder, die sehr schnell kommen. Ich muss mich gerade mal sortieren. Das geht jetzt alles irgendwie nach vorne. Ja, nochmal von vorn. So sollte es sein. Also, auf welche theologisch-ökumenischen Ansätze beruft sich das Friedenswort? Es erklärt, dass wir als Kirche auf dem Weg des gerechten Friedens gehen wollen. Es unserem biblischen Auftrag entspricht, Frieden zu stiften und für Gerechtigkeit einzutreten. Es verstand sich im Zusammenhang, das haben Sie bereits gesagt, Herr Bock, der Diskussion auch in anderen Landeskirchen, die mit Blick auf die EKD-Synode 2019 Stellungnahmen zum Frieden erarbeitet haben. Und das Rheinische Friedenswort hat mit seiner Konzentration
auf die aktive Gewaltfreiheit, die Kundgebung der EKD, das ist der Text, den die EKD-Synodalen verabschiedet haben, ganz sicher mit beeinflusst. Ganz besonders anschlussfähig ist das Rheinische Friedenswort aber an die ökumenische Dimension im Weltkirchenrat. Deren 10. Vollversammlung in Busan beschreibt 4 Dimensionen des Friedens, die Sie hier sehen. Friede in der Gemeinschaft, Friede mit der Erde, Frieden in der Wirtschaft, Frieden zwischen den Völkern. Und Busan, die Delegierten in Busan des Weltkirchenrates haben gesagt, der Weg führt zu Schmerzpunkten und Kraftorten in diesen 4 alltäglichen Dimensionen des Friedens. Und der gerechte Friede wurzelt im Selbstverständnis der Kirchen, in der Hoffnung auf spirituelle Transformation und dem Aufruf, nach Gerechtigkeit und Frieden für alle zu streben. Für alle möchte ich hier einmal betonen, denn Frieden scheint in unserem globalen Dorf nur dann auf, wenn wirklich alle Menschen in allen Teilen dieser Erde daran teilhaben können. Mit der United Church of Christ, kurz sagen wir mal UCC, befindet sich die Evangelische Kirche im Rheinland in Kirchengemeinschaft. Deswegen haben wir in den Text des Friedensworts, das da hinten auch ausliegt, haben wir Praxisnorm der UCC als Just Peace Church. Als eine solche hat sie sich schon erklärt im Jahr 1980 aufgenommen. Die UCC ist eine sehr vielfältige, reflektierte demokratische Kirche. Ihr Präsident John Dorhauer spricht derzeit sehr bewusst und beeindruckend vom Problem weißer Überlegenheit und weißen Privilegien, die in den USA gerade die Gesellschaft zerreißen. Oft sind wir gefragt worden, was heißt das denn, wenn ihr vom gerechten Frieden redet? Das ist ja interessanterweise eine Begriffskombination, die nicht unbedingt immer üblich ist. Es soll damit ausgesagt werden, dass wirklich eine Interdependenz von Friedens- und Gerechtigkeitsfragen deutlich werden soll. Man kann nicht vom Frieden reden, wenn keine Gerechtigkeit herrscht. Und Gerechtigkeit gibt es nicht, wenn vorher nicht die Möglichkeit für Friedensmaßnahmen oder eine allgemeine friedliche Gesellschaft überhaupt existiert. Das Friedenswort positioniert sich hier im Sinne eines Weges zur aktiven Gewaltfreiheit und bewussten Versöhnungsarbeit. Die absolute Gewaltfreiheit konnte sich im Text nicht durchsetzen. Es ist interessant, dass es oft so verstanden wird, aber es hat im Text einen Ansatz dafür gegeben, der wurde gestrichen. Der Friedensforscher Dieter Witschen schreibt zum Grundbegriff Frieden: Mit Frieden kann ein Zustand oder ein Prozess oder eine Vision bezeichnet werden. Im ersten Fall, also im Zustand, ist eine stabile und sichere Lage im Blick. Im zweiten Fall steht vor Augen, dass Frieden stets neu gestiftet werden muss. Und im dritten Fall der Vision kommt die Sehnsucht der Menschen zum Ausdruck, dass es in Zukunft einmal eine Welt ohne die Institution des Krieges, ohne grausame Gewalttätigkeiten geben möge. Was Krieg ist, wie er sich äußert, dass er zurzeit nicht immer eine Kriegserklärung beinhaltet, die zwei Staaten einander abgeben, sondern wirklich oft innerhalb eines Staates kriegerische Handlungen stattfinden. Das ist auch eine Entwicklung, die eher neueren Datums ist. Oder man muss sagen, eher außereuropäisch vorkommt. Nach christlichem Verständnis ist uns umfassendes Heil als der Shalom Gottes in Jesus Christus entgegengekommen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wie Sie wissen, ich scheue mich nicht, sie auch in pfingstlichen Zeiten gerade mal zu sagen. Säkular macht das als Sehnsucht wahrgenommen werden. Aber in der Übersetzung dieses Glaubens, das heißt in der Nachfolge Jesu, ist dann die Tat eben auch mit dabei. Das heißt, jetzt und hier schon Frieden zu stiften. Glücklich, die Frieden machen, heißt es in der Bergpredigt, sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Das Friedenswort
begreift die Bergpredigt als Text, mit dem uns als Töchtern und Söhnen Gottes in der Nachfolge Christi aufgetragen ist, zur Abnahme von Gewalt und zur Zunahme von Recht und Gerechtigkeit beizutragen. Auch eine Definition von Frieden übrigens. Es ermutigt dazu, biblische Texte als Trost und Herausforderung zu sehen und mit ihnen Möglichkeiten des Einsatzes für den Frieden zu erproben. Mit diesen biblischen Texten, die in der Kirchengemeinde gelesen werden und mit denen die Gemeinde lebt. Das Geschenk Gottes an uns, der Shalom in Jesus Christus, ist zugleich auch ein Auftrag. Und dann wird der Friede der Ecclesia Invisibilis, das heißt der unsichtbaren Kirche, zu einem Prozess in der sichtbaren Kirche, wie wir sie hier vorfinden, die oft in der Tat auch alles andere als friedlich ist, aber immer den Anspruch natürlich auch leben will, Frieden zu verwirklichen und den Shalom Gottes auch zu zeigen nach außen. Das Friedenswort läutet einen Paradigmenwechsel gegenüber der Lehre vom gerechten Krieg ein. Die hat ursprünglich zweifellos friedenserhalten und kriegsbegrenzend wirken wollen. Geschafft hat sie das meines Erachtens nicht. Stattdessen ist ja durchaus Versagen zu konstatieren. Zur Erinnerung, die Lehre vom gerechten Krieg wurde ab dem 5. Jahrhundert zu einer regelrechten Theorie ausgearbeitet, in der es ein Recht zum Krieg und ein Recht im Krieg gibt. Im Moment wird vielfach, wenn diskutiert wird, die sogenannte Ultima Ratio diskutiert. Das heißt, der Krieg als letztes Mittel im Konflikt, dann wirklich ihn einzusetzen. An diese Stelle setzt das Friedenswort das Leitbild vom gerechten Frieden mit der Prima Ratio, also nicht mehr der Ultima Ratio, der Gewaltfreiheit. Das ist der Paradigmenwechsel, der dann vom Frieden als dem ersten Gedanken ausgeht und nicht davon, den Krieg als letzten Gedanken zu rechtfertigen. Und damit wird dann der Dialog, die Diplomatie, die Mediation, die Schlichtung, das Völkerrecht und die professionelle Friedensarbeit für Konflikttransformationen betont. Renke Brahms, der Friedensbeauftragte der EKD, hat gestern in Berlin zur Diskussion um das Friedensgutachten eingebracht, dass die EKD-Kundgebung dies eben auch tue. Wir haben uns entschieden, auf die andere Seite zu schauen, die der aktiven Gewaltfreiheit, sagte er. Das Gutachten betrachtet diese Seite nicht so sehr, sondern geht eher von dem Konzept der Schutzverantwortung aus. Das ist meine Entscheidung. Also das heißt nicht, dass man das andere nicht im Blick hat, aber dass man es gerade nicht betrachtet. Im Friedenswort haben wir uns wirklich mal die Seite der Medaille angesehen, die von der aktiven Gewaltfreiheit ausgeht. Das Friedenswort ist ein Plädoyer für die schrittweise Überwindung von kriegerischen Mitteln als Möglichkeit der Konfliktlösung. Gewaltfreie Lösungen können erlernt werden und das ist kein Plädoyer für eine passive Gewaltfreiheit, das heißt einfach die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun, sondern es ist etwas Aktives, dass man sich einsetzt und in der Tat etwas für den Frieden tut. Das Friedenswort ist oft verdächtigt worden, es spricht sich, weil es von Gewaltfreiheit redet, auch gegen die rechtserhaltene Gewalt aus. Das sagt es nicht, es sagt sogar in eng begrenzten Ausnahmefällen, hält es einen Einsatz von Militär für sinnvoll. Wir haben die Barmer theologische Erklärung auch mit hineingenommen in den Text. Da heißt es, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Barmer theologische Erklärung 5. Das Friedenswort bestreitet das Gewaltmonopol des Staates nicht. Ich habe in einem Willkürstaat gelebt. Sie haben den Kongo erwähnt. Wer das mal gemacht hat, weiß meistens eine nach Gesetzen agierende Polizei sehr zu schätzen. Das Friedenswort möchte allerdings dem Missbrauch der fünften These entgegentreten, indem es die Unerlöstheit der Welt anführt und sagt,
gehen wir doch mal vom Gedanken der Erlösung aus. Die Unerlöstheit der Welt wird oft benannt, um den Einsatz von Krieg und Gewalt zu rechtfertigen. Wir möchten einmal das dahinterliegende theologische Problem für unsere Zeit so deuten, dass wir die Erlösung in Jesus Christus bestreiten würden, wenn wir mit unerlösten Mitteln in dieser erlösten Welt wirken. Dann noch besser mit erlösten Mitteln, mit gewaltfreien Mitteln so weit wie möglich. Menschen sind und bleiben verletzbar. Schuld eingestehen, historische Kontexte. Verwaltungsrichter Deiserroth, der hat sich mit Verfassungsfragen und dem Gewaltverbot der UNO und anderen Texten beschäftigt und der schreibt sehr deutlich, dass es keinen Krieg gibt ohne Menschenrechtsverletzungen. Sie können da sicherlich, Herr Schwalb und Sie auch, Frau Reitz, sehr viel mehr noch mal zu sagen. Wir legitimieren in Deutschland aber entsprechende Einsätze oft unter Rekurs auf Menschenrechtsverletzungen, die woanders entstehen. Es werden also Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Wie geht das? Schauen wir doch, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Es gibt eine Studie, Genevieve Stepan, die beweist oder weist auf, dass gewaltfreie Aktionen und Widerstände um ein Vielfaches erfolgreicher in der menschlichen Geschichte verlaufen sind als diejenigen, die mit Mitteln der Gewalt arbeiteten. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, sagten auch die Teilnehmenden an der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam 1947, 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die evangelische Kirche in Deutschland hatte damals Mühe, in der Gemeinschaft der Kirchen weltweit akzeptiert zu werden. Und heute haben die EKD-Delegierten in ökumenischen Versammlungen Mühe, den globalen Süden davon zu überzeugen, dass auch sie glauben, dass das Wort Gottes keine Grenzen kennt und ausnahmsweise alle eins in Jesus Christus sind und das auch entsprechende Konsequenz zeitigen muss. Das Friedenswort kritisiert daher den Gedanken des Weißbuchs der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik, dass unser Wohlstand, das heißt unser ressourcenintensiver Lebensstil mit militärischen Interventionen gesichert werden müsse. Die historischen Kontexte des Friedenswortes erinnern unter anderem an die historisch unrühmliche Rolle der protestantischen Kirche und ihrer Vertreter vor 100 Jahren, die Krieg bestärkt und befeuert haben, statt dem Frieden den Weg zu bereiten. Der protestantische Staattheologe Adolf von Harnack hat den Aufruf Wilhelms II. An das deutsche Volk mitverfasst, in dem das Gott mit uns Motiv missbraucht wird und der totale Kampf, Zitat, bis zum letzten Hauch von Mann und Ross beschworen wird. Der Kirchengeschichtler Martin Greschert schreibt, im Ersten Weltkrieg feierte die Verbindung und Verschmelzung von Christentum und Nationalismus regelrechte Triumphe. Feldpredigten und christliche Kriegslieder predigten ein Durchhalten im Kampf, das mit der Passion Christi verglichen wird. Dabei geht das neugeborene Kind, der Friedensstifter Immanuel, ich sprach vorhin schon von der Weihnachtsbotschaft, unter. Konsequent in Kirche, Staat und Gesellschaft für Frieden eintreten. Wir haben Handlungsempfehlungen ausgesprochen für Gemeinden, aber wir haben auch geguckt, was wollen wir also zu gesellschaftlichen Diskussionszusammenhängen sagen. Und hier hat das Friedenswort insbesondere an die Nachhaltigkeitsziele der UNO, der Agenda 2030, gedacht, zu denen das Ziel Frieden in besonderer Weise steht. Und es nennt, das Friedenswort nennt folgende Konkretion, ich ziele sie hier angesichts der Zeit einfach nur mal auf: Rüstungsexporte, Atomwaffen, Militarisierung, Menschen auf der Flucht, Friedenserziehung, Konflikttransformation, Kriegsdienstverweigerung. Das sind alles Themen, die nicht vollständig und komplett das Thema Frieden abdecken und es sind im Grunde fast nur Sicherheitsthemen. Das heißt, wir haben viele der Themen in der ökumenischen Dimension nicht bedacht, die Frieden mit der Erde angehen oder Frieden in der Wirtschaft. Das sind alles Themen, die streifen wir nur, wenn überhaupt. Ein Wort zur Konkretion Rüstungsexporte.
damit Sie mal sehen, wie ein Punkt jetzt im Friedenswort ausbuchstabiert wird. Das ist das Zeichen für 5 Minuten, denke ich. Das Friedenswort fordert, dass Rüstungsgüter grundsätzlich nicht exportiert werden sollen und der Export von Kleinwaffen verboten werden soll. Es setzt sich für ein Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Deutschland ist 2019 mit einer Steigerung von Rüstungsausgaben um 10% an der Spitze der 15 führenden Länder. Das NATO-Prozentziel von 2% ist damit nicht mal erreicht. Dabei bräuchten wir 2% Bruttoinlandsprodukt für die Entwicklungszusammenarbeit. In meinen Augen, die 0,8, die es eigentlich geben sollte, sind auch nicht erreicht, aber da streiten sich die Geister. Auf jeden Fall hat Deutschland wie kein anderes Land 2019 seine Militärausgaben so erhöht wie, also 2019 hat kein anderes Land seine Militärausgaben so sehr erhöht wie Deutschland. Aus den Friedensforschungsinstituten fragen sie sich, warum Menschen eigentlich nicht auf die Straße gehen, wenn doch klar ist, dass das Modernisierungsprojekt der Atomwaffen, die in Büchel liegen, ansteht. Die Weltuntergangsuhr steht 100 Sekunden vor Mitternacht. Die EKD-Kundgebung fordert die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags, wenn auch auf längere Sicht. Im Friedenswort hat das zu Kritik geführt, es macht diese Einschränkung nicht. Zur Auswertung. Sie haben schon was gesagt, Herr Bock, zu den Fragen des Präses. Viele Rückmeldungen sind eingegangen. Wir haben eine Orientierung für die Auswertung bekommen. Es gab eine gute Resonanz. Man muss sagen, dass ungefähr 2/3 aller Kirchenkreise sich zurückgemeldet haben. Das ist für so einen Prozess sehr, sehr viel. Bei den Gemeinden ist es wenig gewesen. Es gab nur 6 Gemeinden, davon 3, die sich zu Gemeinden des gerechten Friedens oder auf dem Weg des gerechten Friedens erklärt haben, unter anderem Köln-Klettenberg. Aber letztlich sind da ja auch durch die Landeskirche dann eher die Kirchenkreise und die mittlere Ebene angesprochen. Da haben sich viele auch mit Beschlüssen zu Wort gemeldet. Die Zustimmung bezieht sich auf den Prozesscharakter. Es kann nur sein, dass Kirche auf einem Weg des gerechten Friedens ist. Es kann nicht sein, dass Kirche hochmütig sagt, sie ist eine Kirche des gerechten Friedens. Da gab es große Widerstände. Es hat auch niemand vorgeschlagen, aber wir haben im Friedenswort da einen recht einen Sprachgebrauch, der manchmal nicht so sehr klar ist. Da forderten die meisten Stellungnahmen: Seid doch bitte klar, wir können nur auf dem Weg sein. Und was wird kritisiert? Von der einen wie von der anderen Seite. Manche Vertreter eines radikalen Pazifismus beklagen die Lücke der Gewalt. Die Prima Ratio mag dann eben doch eine gewaltförmige zweite Ratio nach sich ziehen und sei es auch die rechtserhaltende Gewalt. Manche beklagen, dass wir im Friedenswort die Abschaffung oder Umstrukturierung der Militärseelsorge nicht gefordert haben. Die Klimakrise wird als große Lücke moniert. Sicherheit neu denken, eine inzwischen bundesweite Friedensinitiative aus der Evangelischen Kirche in Baden, hat viele Befürworterungen auch in der EKE gefunden. Und aus der anderen Richtung wird dann der Paradigmenwechsel kritisiert. Wird die Lehre des gerechten Krieges stark gemacht. Die Historiker sagen, ihr könnt da nicht einfach dies streichen. Und es gibt doch mit den Prinzipien durchaus auch Vorschläge, die wichtig sind zur Beurteilung von Konfliktfällen. Die BAM-Interpretation ist unumstritten und eine andere Bergpredigt-Exegese wird gefordert. Wie gesagt, da gibt es eben Gemeinden, die das eine und Gemeinden, die das andere fordern. Ich lasse mal polemische Äußerungen wie naiv und weltfremd weg. Auch sowas gibt es natürlich. Last but not least, und ich komme zum Ende. Das Friedenswort beruft sich unter anderem auf Dietrich Bonhoeffer. Zitat, für den der Friede und die soziale Gerechtigkeit oder eigentlich Christus so etwas zu sein hat, für das es sich lohnt, kompromisslos einzutreten. Da haben viele gefragt, ist es möglich, sich auf ihn zu beziehen?
wenn man sich auf den gerechten Frieden beruft, da er doch den Tyrannenmord befürwortete. Professor Andreas Pangritz, Bonhoeffer-Spezialist aus Bonn, betont das Situative in der Ethik Bonhoeffers und meint, dass Bonhoeffer seine Friedensethik nicht aufgeben musste, um an dem Umsturzversuch teilzunehmen. Mit ihm schließe ich auch, mit dem Bonhoeffer, nicht mit Pangritz. Wir wollen reden zu dieser Zeit, sagte er 1934 in Fanö bei der Ökumenischen Jugendkonferenz des Internationalen Weltbundes für Freundschaftsarbeit. Wir wollen reden zu dieser Welt kein halbes, sondern ein ganzes Wort, ein mutiges Wort, ein christliches Wort. Wir wollen beten, dass uns dieses Wort gegeben werde, heute noch. Wer weiß, ob wir uns im nächsten Jahr noch wiederfinden. Daher sollten wir es nicht aufgeben, auch hin und wieder einmal ein Wort zu sagen. Wenn es Zeit ist, sagen wir, was wir glauben, welche Werte wir deshalb vertreten und überlegen wir immer neu, was wir tun können und wie unser Leben im Shalom Gottes uns zum Friedenstiften motivieren kann. Ich verstehe, dass diese Gemeinde auch überlegt und überlegt hat und das finde ich großartig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Vollendorf, für Ihre präzise Einführung und 20 Minuten ist gemein, dieses Friedenswort in so kurzer Zeit vorzustellen. Das heißt, Sie haben Schwerpunkte gesetzt und auch wir setzen heute Abend ja Schwerpunkte, wie wir in diese Diskussion einsteigen. Und einer der Schwerpunkte heute Abend ist auch das Gespräch mit Christinnen und Christen in der Bundeswehr und der Perspektive, die aus einer solchen Organisation wie der Bundeswehr in unserer Gesellschaft auf ein solches starkes Wort einer Kirche und vieler Kirchen kommt. Ich sage mal, ich bin Sohn eines Offiziers, der in den 60er Jahren in die Bundeswehr eingetreten ist als Soldat, um in der unerlösten Welt einen Friedensraum zu erhalten. Und das war Ende der 80er Jahre ein ständiges Thema an unserem Essenstisch. Und ich bin sehr gespannt, wie sozusagen aus heutiger Sicht dieses Gespräch zwischen Christinnen und Christen jenseits und in der Bundeswehr geführt wird. Und das fangen wir heute Abend auch ein Stück an. Dazu begrüße ich herzlich Petra Reitz, die seit März 2017 leitende Militärdekanin ist. Ich habe das gerade schon gesagt, seit 7 Jahren arbeiten Sie im Bereich der Bundeswehr als Theologin, zunächst als Militärpfarrerin in Hannover, dann im Dekanat Nord als stellvertretend leitende Militärdekanin und jetzt mit Sitz in Köln. Aber hier im Rheinland ist noch zu sagen, dass Frau Reitz auch eine rheinische Pfarrerin ist in Grevenbruch und sie sich dort auch in gesellschaftspolitischen Diskussionen engagiert hat. Sie ist aber auch Exerzitienleiterin, vielleicht braucht man das auch im Kontext der Bundeswehr, um Ruhe zu bewahren, und erfahren im christlich-buddhistischen Dialog. Also mit vielen spirituellen und theologischen Wassern gewaschen, um das zu tun, was Sie jetzt tun. Und ich freue mich auf Ihre Reaktion jetzt auf das Friedenswort und auf Frau Vollendorf. Sie dürfen auch gerne noch mal klatschen, eben haben wir das nicht gemacht. Herzlich willkommen, Frau Reitz. Ja, ich reagiere jetzt noch nicht direkt auf Frau Vollendorf, sondern auf die Fragen, die Sie mir zugesandt haben. Und zwar haben Sie gefragt, wie wirkt das Papier in seiner Intention und in seinem Gehalt auf Sie? Also die Intention ist immer zu begrüßen. Natürlich sind wir alle für den Frieden. Und was den Gehalt anbelangt, da sind wir jetzt an so einem Punkt, der an einigen Stellen eben schon kritisch von mir auch auf der Superintendentenkonferenz hinterfragt worden ist. Und es freut mich ungemein, Schwester Vollendorf, dass Sie ganz viel von dem, was ich auf der Superintendentenkonferenz schon gesagt habe, jetzt heute Abend schon aufgenommen haben. Das erleichtert mir meine Arbeit. Denn das Friedenswort von 2018 nimmt zum einen das Leitbild vom gerechten Frieden auf, wie es in der Friedensdenkschrift der EKD von 2007 dargelegt ist, und zum anderen den konziliaren Prozess, wie er in der Ökumenischen Versammlung von Vancouver 1983 ausgerufen wurde
und auf der Ökumenischen Vollkonferenz in Busan 2013 zu einem Pilgerweg ausgedeutet wurde. Es versucht, beides zu verbinden. Und ich finde schon, bei allem, was Sie jetzt nochmal stark gemacht haben, Schwester Vollendorf, dass das Leitbild vom gerechten Frieden, der EKD-Friedensdenkschrift, doch ein wenig vernachlässigt wird in dem Friedensimpuls der Rheinischen Kirche. Mit dieser Erklärung, wir, die evangelische Kirche im Rheinland, erklären, Kirche des gerechten Friedens werden zu wollen. Ich weiß, Sie schließen sich damit an diesen Pilgerweg von Busan an. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wie wirkt das? Das war ja Ihre Frage, Herr Bock. Es wirkt auf mich, dass ich mich fragen muss, worum geht es hier eigentlich? Wollen wir selbst gerecht und friedvoll werden? Geht es hier um uns? Oder wollen wir einem Auftrag für die Welt nachkommen? Und zwar so, wie Bonhoeffer ihn formuliert hat, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Ich habe immer das Gefühl, wir kreisen auch viel um unsere eigene Gerechtigkeit. Sie haben jetzt nochmal Weihnachten erwähnt, Pfingsten erwähnt, aber genau das ist auch eine Schwäche. Sie erwähnen es jetzt, aber im Friedenspapier kommt es herzlich wenig vor. In der Friedensdenkschrift der EKD wird das deutlicher. Da heißt es, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Also dieses, woher unser Friede eigentlich kommt, nämlich, dass er etwas ist, was wir nicht selbst machen können, sondern etwas, was wir von Gott her empfangen. Dieser ganze spirituelle Aspekt, der fehlt mir persönlich in dem EKD-Friedensimpuls schon. Denn die EKD-Friedensdenkschrift, die hat eine doppelte Argumentation. Einmal biblische Friedenstheologie und zum anderen die politische Konzeption des liberalen Rechtsfriedens. Und die Schwäche des Impulspapiers der Rheinischen Kirche besteht in einer Auflösung dieses Balanceakts. Des Balanceakts zwischen biblischer Friedenstheologie auf der einen Seite und politischer Konzeption des liberalen Rechtsfriedens auf der anderen Seite. Eine weitere Frage, die Sie mir gestellt hatten, Herr Bock, war, auf welchem Weg sehen Sie das Handeln der Bundeswehr und seiner konkret handelnden Soldatinnen und Soldaten? Liebe Schwestern und Brüder, wer sich für den gerechten Frieden, wer sich für die Universalität der Menschenrechte einsetzen will, darf die Frage der Durchsetzung dieser Rechte nicht gering achten. Ich kann das plakativ sagen, dass wir Ultima Ratio friedfertig sein wollen. Das kann ich alles sagen, aber wie hat der EKD-Ratsvorsitzende in seiner Rede, wir waren beide dabei, in Dresden letzten November gesagt, eine Sozialethik, die nicht konkret anwendbar ist und dazu keine Antworten gibt, nützt uns dann am Ende auch nichts. Also ich darf die Frage der Durchsetzung dieser Rechte nicht gering achten. Die Bundeswehr übernimmt das äußerst schmerzhafte Ende des zweiten Teils der EKD-Friedensdenkschrift, für gerechten Frieden zu sorgen, indem sie für die Durchsetzung des Rechtes kämpft oder rechterhaltende Gewalt als Ultima Ratio dort einsetzt, wo die Voraussetzung des Friedens, das Recht, massiv unter gewalttätigen Druck geraten ist und durch diplomatische, ökonomische und sozialethische Bemühungen nicht hergestellt werden kann. Ja. Also Sie haben das selbst erlebt, glaube ich, im Kongo. Ne? Wir haben gemeinsam von dem Friedensaktivisten auf der EKD-Synode gehört, wie er am Ende nur unter militärischem Schutz das Land verlassen konnte und sein Leben retten konnte. Und Sie sprachen vorhin George Floyd an, wie er dann auch noch gesagt hat, dass er nur, weil er eine weiße Haut hatte, einen Schwarzen, der ihn begleitet hat, retten konnte. Das sind einfach auch ein Stück der Wirklichkeiten dieser Welt. Was macht die Bundeswehr sonst noch? Sie hat auch Friedensmissionen zur Rettung von Menschenleben. Also ganz konkret die vierjährige Operation Sophia,
an der neben dem Tender Rhein auch die Fregatten Augsburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie andere Schiffe der Bundeswehr beteiligt waren. Und im Verlauf wurden 50.000 Menschen durch europäische Streitkräfte gerettet, etwa 22.500 durch die Bundeswehr. Herr Bock, dann haben Sie mich gefragt, ist es Zeit für eine Revision der Sicherheitspolitik? Das steht ja so in dem Friedensimpulspapier. Also, vielleicht gibt es ganz viele großartige Sicherheitspolitiker in der Rheinischen Kirche, aber ich bin's nicht. Ich bin keine Politikerin und auch keine Sicherheitspolitikerin. Was mir allerdings in den kirchlichen Verlautbarungen fehlt, die sich immer wieder auf die in Büchel eingeladenen Atomsprengköpfe beziehen, diese kirchlichen Verlautbarungen blenden große Teile der Wirklichkeit aus. Gerade im Bereich der militärischen Bioforschung findet zurzeit weltweit ein erschreckender Rüstungswettlauf statt, an dem sich Deutschland nicht beteiligt, der die internationale Sicherheitsarchitektur möglicherweise entscheidend verändert. Davon hören wir nichts. Dann gibt es neu in der Bundeswehr das Kommando Cyber- und Informationsraum als einen neuen Organisationsbereich, der untersucht all die Bereiche, wie wird Stimmung gemacht, wie wird Meinung gemacht in Social Media, im Internet. Dazu findet man nichts. Der Cyberraum, nicht identisch mit dem Internet, ist der erste unendliche Raum von Menschenhand geschaffen. Ich höre davon Theologen nichts zu. Dann haben Sie mich gefragt, Herr Bock, wie gehen Sie, also ich persönlich, und Soldaten und Soldatinnen mit dem Vorwurf der Militarisierung um? Das ist unter Punkt 7 in der Friedensdenkschrift. Nun, wie gehen wir damit um? Mit christlicher Nüchternheit. Deutsche Streitkräfte werden in Auslandseinsätzen eingesetzt, heißt es dort, nicht nur vorgehalten. Vorgehalten werden hingegen Hightech-Waffen und eine dominante, eskalationsbereite Nuklearrhetorik. Nüchtern muss ich sagen, wer, wann, wo. Belegen Sie es. Soldaten gehen auch ganz nüchtern mit dem Vorwurf um, der Kosovo-Einsatz war völkerrechtswidrig. Ja, war er. Sagt ihnen jeder in der Bundeswehr. Und jeder in der Bundeswehr sagt ihnen, es war der einzige erfolgreiche. Also das Leben ist nicht schwarz-weiß, es hat Grauzonen. Aber die Annexion der Krim, der Einfall in der Ukraine, war auch völkerrechtswidrig. Da höre ich von der Kirche nichts zu. Oder wenn nicht so laut. Ihre letzte Frage lautete, welche Ambivalenzen erleben Sie ethisch und seelsorglich, zum Beispiel in Auslandseinsätzen? Unsere Soldatinnen und Soldaten erleben nicht jeden Einsatz als sinnvoll. Und nicht selten sind es hohe Militärs gewesen, die vor manchem Einsatz deutlich gewarnt haben. Wenn der Einsatz aber politisch gewollt und parlamentarisch beschlossen worden ist, gehen Soldaten pflichtgemäß raus. Und in ihren Fragen und Zweifeln werden sie von der Militärseelsorge begleitet, weil sie bei der Militärseelsorge ein offenes Wort pflegen können und auf unsere Verschwiegenheit setzen. Was sie bei uns loswerden, auch mal jenseits dessen, was political correct ist, findet keinen Eingang in die Personalakte. Bei uns haben sie einen Schutzraum, auch für ihre ethischen Bedenken. Darüber hinaus nehmen Soldatinnen und Soldaten auch Schaden an Leib und Seele. Die Militärseelsorge hat so etwas wie einen diakonischen Arm, das ist die EAS, die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung. Wir haben mit sehr viel Geld und sehr viel Manpower ein Projekt aufgesetzt, ASEM, Arbeitsbereich Seelsorge an einsatzgeschädigten Menschen. Wir bilden Traumatherapeuten aus, wir fahren mit den Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien, die mittraumatisiert sind, raus, begleiten sie und ja,
machen das, was der Samariter gemacht hat und sehen darin auch unseren christlichen Auftrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Reitz. Sie haben auch als Seelsorgerin in der Bundeswehr gesprochen. Dort ist Ihr Gemeindeort in den Spannungspolen, in den Schmerzpunkten und in den Hoffnungsräumen, von denen Sie jetzt auch gesprochen haben. Die Kirchengemeinde ist auch ein Ort für Friedenstheologie und Frau Kochtor-Juhl wird jetzt darüber sprechen und auch ein Stück das Votum aus Klettenberg natürlich, was Reinhard Vogt uns heute Nachmittag noch per E-Mail geschickt hat, mit aufnehmen. Für die im Netz sage ich nochmal, Frau Kochtor-Juhl, nicht die, die hier sitzen, Frau Kochtor-Juhl ist Gemeindepfarrerin in Frechen seit dem Jahr 2000 mit ihrem Mann hier seit 2013. Sie war langjährig Mitglied im Kreissynodalvorstand, ist lange verantwortlich für die Frauentage im Kirchenkreis Köln-Süd und im konziliaren Prozess an vielen Stellen engagiert und hat sich wirklich an dieser Stelle ganz stark gemacht, dass das Friedenswort in diesem Kirchenkreis Raum hat. Ja, jetzt haben zwei Expertinnen gesprochen und außerdem hatten sie Fragen von Herrn Bock. Die habe ich nicht bekommen. Ich glaube, er dachte, ich weiß wahrscheinlich, was ich sagen will und ich versuche es einfach. Viele Stichworte sind ja jetzt schon gefallen. Warum ist mir das Thema so wichtig? Jesu Botschaft ist eine Friedensbotschaft, für die er, die einfach nicht, ja, die ist ein Bestandteil seines Seins, seiner Botschaft, seines Sterbens. Er hat die Friedensstifter selig gesprochen und sogar die Feindesliebe für uns, also uns als Auftrag mitgegeben, dass wir eben wirklich Menschen, auch die uns feindlich gegenüberstehen, trotzdem mit Respekt sehen als Gotteskinder. Und deswegen, weil das so ist, glaube ich, dass wir tatsächlich in der Gemeinde und als Christen, als einzelne Personen, wo auch immer wir uns bewegen, wo wir leben, mithelfen sollen, dass Frieden wird. Nicht, weil wir den Frieden erschaffen, sondern weil uns schon ganz viel Frieden geschenkt ist und weil wir das teilen sollen. Und zwar nicht nur allein, sondern auch eine Gemeinde eben durchaus sagen kann, ja, wir machen uns das hier zur Aufgabe, in Kerpen oder in Frechen oder im Erftkreis Friedensimpulse zu geben und dafür zu sorgen, dass es einfach weniger Gewalt gibt und mehr gesellschaftlichen und auch anderen Frieden. Insofern finde ich die Gesamtausrichtung des Friedenswortes goldrichtig, zu sagen, ich setze nicht da an, wo alles ganz schlimm geworden ist und das Kind in Brunnen gefallen ist und wo vielleicht nur noch Kampf auf jeden Fall als Option ganz nahe liegt, sondern ich baue am Frieden mit und trage dazu bei. Frieden braucht permanentes Engagement und ich glaube, und da stört mich auch im Moment gerade gar nichts am Friedenswort, sondern eher so der Eindruck, dass ganz viele Menschen denken, danke, dass wir jetzt Frieden haben, 70 Jahre lang und hier kein Krieg ist und fertig ist. Also dass das eine Situation ist, eine Herausforderung, dass man das gestalten muss, dass es auch ein Stück an uns liegt, dass das immer wieder auch zeitgemäß neue Gestalten bekommt. Da denke ich, da gibt es eine ganz große Passivität, Ahnungslosigkeit auch. So, das ist das eine. Also da finde ich das Friedenswort auch einen ganz, ganz tollen Impuls von der Landeskirche. Und ich glaube, das ist auch dem Herrn Vogt in Klettenberg so gegangen, denn er hat geschrieben, dass er es war, der dieses Friedenswort gelesen hat und dann im Presbyterium der Gemeinde geworben hat dafür. Das finde ich sehr stark. Ich glaube, dazu ist dieses Wort auch da, dass Menschen angeregt werden, für Friedensengagement zu werben. Und dass dann, dort hat es eine Arbeitsgruppe gegeben und daraus ist die Stellungnahme entstanden. Und sie wollen eben einen Friedensbeauftragten in der Gemeinde einrichten. Da gibt es jetzt einen Anwalt, eine Stimme für Frieden. Und das finde ich schon ganz wunderbar. Und das hat Herr Vogt sicher getan, weil er von dieser mennonitischen Friedenskirchentradition kommt, wo ihm das im tiefsten Sinne ein Herzensanliegen ist. Ja, und jetzt wieder zurück zu mir selber. Man hat ja auch immer was Biografisches beim Thema. Unsere Geschichte ist in uns geschichtet. Das ist so. Ich bin Soldatentochter, so ähnlich wie Herr Bock, haben wir bei der Gelegenheit festgestellt.
Als kleines Krabbelkind war das erste Buch, auf das ich immer zusteuerte, gelb. Es war das Handbuch des inneren Friedens. Ja, der inneren, das Handbuch der inneren Führung. Ich sag schon Frieden. Schön wäre es gewesen. Es war das Handbuch der inneren Führung, was sicher auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt in der neu sich bildenden Bundeswehr war. Mein Vater ist selber Ende der 50er Jahre in den Offiziersdienst zurückgekehrt und hat die Bundeswehr mit aufgebaut. Ich bin aber im waffenstarrenden, atomwaffenstarrenden Szenario der 70er und 80er Jahre dann aufgewachsen. Und spätestens als mein Vater den Satz gesagt hat, die Neutronenbombe ist doch eine saubere Waffe, da war das etwas, was ich nicht mehr mitvollziehen konnte. Und es ist dann immer weiter so gegangen, dass ich fand, wo immer von Kriegsschauplätzen die Rede war, konnte man sehen, dass die dünne Decke der Zivilisation ganz schnell irgendwo einbrach. Und ich glaube, niemand wird mir widersprechen, wenn ich sage, es gibt eben keinen sauberen Krieg. Es sind immer Zerstörungen damit verbunden. Ich denke auch, man könnte eigentlich heute Menschen, die sich um Klima sorgen, so für Friedensthemen begeistern, wenn man sich mal klar macht, dass ein vom Krieg zerstörtes Land ein Land ist, wo jeder ökologische Fortschritt oder jeder, sagen wir mal, gute Umgang mit der Schöpfung erst einmal wieder völlig zunichte gemacht ist. Aber ich komme jetzt vom Thema ab. Ich bin ja noch in einer Funktion hier und oder eins macht noch meine Identität aus. Ich bin Gemeindepfarrerin. Ich bin als ganz Friedensbewegte, wirklich mit vielen Demonstrationen im Gepäck, bin ich wieder in die Gemeinde gegangen als Pfarrerin. Und was erlebe ich hier in Kerpen und auch schon davor? Da sind Soldatinnen und Soldaten. Man kommt doch immer wieder an die Kindheitsthemen zurück. Und das sind Menschen, die die Gemeinde mittragen, die den Gottesdienst besuchen, die hier leben. Und da merke ich dann spätestens, wenn ich weiß, von denen gehen welche in Einsätze, dann ist doch diese ungeliebte Ultima Ratio für mich kein Randthema mehr. Und da merke ich dann wieder, da kriege ich meine Probleme mit dem Friedenswort. Weil ich finde, man kann sagen, das ist unsere Priorität, da schlägt unser Herz in der Gewaltfreiheit, in der Gewaltlosigkeit. Aber ich finde, weil wir Gemeinde sind, weil wir alle Teil dieser Kirche sind, ist es so wichtig, dass man sich wahrnimmt und dass man auch durchaus eben ethisch reflektiert dann davon spricht, was das denn für Ausnahmesituationen sind. Ich schlage mal Seite 17, war das, glaube ich, auf. Ja, es ist ja, wie Sie sagen, Frau Vollendorf, das Thema der Friedenssicherung mit Waffen ist ja durchaus noch ganz versteckt enthalten und dass es auch legitim und verantwortlich sein kann. Aber es ist eben so klein und so wenig. Da denke ich, wo ist diese Realität, die ich erlebe? Und ich kann Ihnen sagen, ich stehe auf dem Friedhof schon auch ein bisschen mit Bibbern oder mit einem unguten Gefühl, wenn ich eine Beerdigung habe und mal wieder dieser Eurofighter hier so laut langfliegen, dass ich nicht mehr weiter sprechen kann. Da ist, finde ich, sowohl das Bedrohliche präsent für mich in dieser Gemeinde, aber es ist auch ich nehme die Menschen, die hier Soldatinnen und Soldaten sind, als verantwortungsbewusste Menschen wahr. Und damit möchte ich mich auseinandersetzen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Friedenspapier das mehr tut. Und es gibt eine Sache, die ich von meinem Vater auch doch immer noch im Kopf habe, dass er gesagt hat, wenn man Soldaten in den Krieg schickt, in einen Einsatz, dann sollen sie bitte gut ausgestattet sein. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich weiß, dass ich jetzt vielleicht nicht die Erwartungen erfülle, weil ich immer denke, man muss sich sehr genau angucken, welche Zahlen man vergleicht. Und wenn man immer hört über Hubschrauber, die nicht fliegen, also die nicht einsatzfähig sind, ich finde, man muss sehr gut gucken, welche Geldausgaben sinnvoll sind und welche nicht. Und das kann man nicht so pauschal sagen, ne? Dass das dann immer Aufrüstung und immer falsch ist. Das muss man sehr gut begründen. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass es solche Einsätze am besten gar nicht mehr geben muss und dass möglichst wenig Kraft in diese Richtung gehen kann und dass es uns gelingt, gerechten Frieden miteinander aufzubauen, der dann eben auch Konflikten von vornherein die Luft rausnimmt oder eben hilft, sie zu überwinden. Und ich wünsche diesem Papier einfach, dass es noch viel mehr von uns beraten wird. Sorry, wenn das jetzt so lang geworden ist.
Vielen Dank, Frau Kochtor-Juhl. Das war sehr persönlich und hat auch Ambivalenzen deutlich gemacht, Dilemmata, über die wir vielleicht heute Abend auch noch mal sprechen, weil sie ja auch zwischen den Zeilen durchaus stehen. Rainer Schwalb ist unser letzter Gast, last not least. Rainer Schwalb, Gemeindemitglied in der Gemeinde Frechen, von 1973 bis 2018 aktiver Bundeswehrsoldat, wie viele Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen an vielen Orten weltweit unterwegs. Die letzten beiden Stationen darf ich nur kurz nennen. Sie waren deutscher Verbindungsoffizier im Hauptquartier für Transformation der NATO, das müssen Sie noch ganz kurz erklären, in Virginia in den USA und dann Verteidigungsattaché an einem ganz anderen Ort, nämlich an der deutschen Botschaft in Moskau. Auch Ihnen habe ich keine Fragen gestellt, aber Sie haben mir gesagt, dass Sie an manchen Punkten an diesem Papier ganz konkret etwas sagen wollen, dass Sie was zur Intention sagen möchten. Dafür ist jetzt Zeit. Ja, herzlichen Dank. Auch zunächst mal herzlichen Dank an Frau Kochtor-Juhl, die mich eingeladen hat. Ich will nicht sagen, überredet hat. Sie fragte mich nach einem Gottesdienst, ob ich bereit wäre, herzukommen. Schon etwas länger her. Und auch herzlichen Dank für das, was Sie ganz zum Schluss gesagt haben. Es gibt wohl keinen, der weniger wünscht, in einen Einsatz zu gehen als Soldaten. Ich stelle das einfach mal fest. Ich war nicht nur in Norfolk und in Moskau, ich war 3,5 Jahre verantwortlich für die Einsätze der Bundeswehr. Erst als Einsatzplaner und danach als stellvertretender Unterabteilungsleiter Einsatz. Heute haben wir eine andere Struktur. Ich weiche jetzt einfach von meinem Konzept ab. Jeder Soldat macht sich intensiv Gedanken, ob das, was dort gefordert ist, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, ob es hilft, ob es nicht hilft. Jeder, der irgendwo in der Verantwortung steht, macht sich Gedanken über diese ethischen Dilemmata, in die er hineinkommt. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das ein ganz wenig mit angesprochen wird in dem Friedenswort. Ich sprach vorhin ein paar Dinge an. Ich halte grundsätzlich die Idee für gut, auch die Zielrichtung so zu nennen. Ich zitiere einfach noch einmal. Ziel des Friedenswortes ist es, auf dem Weg zum gerechten Frieden als Diskussionsimpuls Krieg und Gewalt zu überwinden. Das ist ein wirklich gutes Ziel. Wir sind aber auch deutlich, wir sind auch gefragt worden, deutlich zu machen, wo wir Probleme mit haben. Und mit der einen oder anderen Sache habe ich durchaus Probleme. Friede ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Positiver Friede beinhaltet Recht, Gerechtigkeit, Freiheit, Selbst- und Mitbestimmung, Gleichheit der Menschen. All das, was wir so allgemein unter Menschenrechten subsumieren. Und dann stellen wir fest, dass es Probleme gibt in der Welt, die in irgendeiner Weise gelöst werden müssen. Ja, Sie sprachen zu Recht an Kosovo. Völkerrechtswidrigkeit, wie kam es denn eigentlich zum Kosovo-Einsatz? Da gingen zwei Dinge voraus. Der Genozid in Ruanda. Sie erinnern sich, UN sagt zwischen 700.000 und 1 Million Tote. Übrigens, nach einem offiziellen Bericht der Vereinten Nationen, 70% wurden getötet mit Macheten und mit Knüppeln. Das ist, jetzt springe ich zum anderen Thema, Kleinwaffenexport. Ja. Kleinwaffenexport, da habe ich mir persönlich Gedanken gemacht. Ich war auch im Kongo, im Ostkongo, kurze Zeit nur, in Kisangani und östlich davon. Da wird einem bewusst, wie Menschen dort Soldaten wahrnehmen. Ich habe nie, ist mir irgendwo anders begegnet, nicht in Afghanistan, nicht auf dem Balkan, ist mir begegnet, dass Menschen, nur weil ich Uniform trug, mich feindselig angeschaut haben. Das ist mir im Ostkongo passiert. Warum? Weil dort die nur Soldaten kennengelernt hatten, die marodierten, die Frauen vergewaltigt haben, die Menschen wahllos getötet haben. Aber in Kenia erlebte ich, dass Askari, also die haben so eine paramilitärische Truppe, die waren ausgerüstet mit Hector und Koch G3. Was haben die gemacht? Die haben für Frieden gesorgt in einem Dorf, wo ich war, in dem Pokomo lebten und Orma angriffen.
Die Oma griffen mit Speeren und Macheten an, die Bokomo kämpften genauso zurück. Dann kamen die Askari und haben mit ihren Waffen für Ordnung gesorgt, ohne dass sie irgendeinen getötet haben. Ich will nicht für Kleinwaffenexport reden. Ich will nur sagen, dass es zwei Bereiche gibt, die man immer mit betrachten muss. Und dass man nicht einfach aus meiner Sicht fordern darf, wir müssen dafür sorgen, dass keine Waffen mehr exportiert werden. Etwas, was die Bundeswehr, ob das gut oder nicht gut ist, ist, darüber kann man lange diskutieren, auch politisch diskutieren. Aber die Fragestellung, ob das, was wir machen, nämlich Befähigung zur Rechtsstaatlichkeit, Befähigung zur Wahrnehmung der staatlichen Gewalt in Afghanistan oder in anderen Gegenden der Welt, das ist bei uns häufig verbunden auch mit Ausrüstungsgegenständen, auch mit Waffen. Ohne dies klappt das nicht mit der Befähigung, weil in Afghanistan, ob das erfolgreich sein wird, sei mal dahingestellt, aber weil in Afghanistan eben diejenigen, die gegen die afghanische Regierung kämpfen, sich weitestgehend aus Drogenhandel ihre Waffen finanzieren. Womit habe ich grundsätzlich, sag mal, meine Probleme als Christ? Das ist, ich sage es zu hart vielleicht, das ist die Beliebigkeit, in die wir unser eigenes Denken stellen. Ich musste daran denken, jetzt komme ich auf eine Predigt von Frau Koch-Tojul zurück. Sie hatte vor einigen Wochen, ich glaube 2 Wochen ist es her, aus Bonhoeffers Widerstand und Ergebung zitiert. Also in meiner Ausgabe steht dieses Zitat auf Seite 8. Bonhoeffer spricht dort über die Zeiten und über den Zeitgeist. Ich zitiere: Der Herr der Zeiten ist Gott. Der Wendepunkt der Zeiten ist Christus. Der rechte Zeitgeist ist der Heilige Geist. Wenn dem so ist, was ich persönlich glaube, dass dem so ist, warum können wir dann sagen, dass all das, was Christen vor uns für richtig erachteten, auch im Gebet vor Gott, geprägt durch den Zeitgeist, nämlich den Heiligen Geist, so falsch ist, dass wir einen Paradigmenwechsel machen müssen? Also eine Weiterentwicklung hielte ich für gut. Ich sage das mal ganz kritisch. Mich erinnert das eher an Goethes Faust. Goethe lässt Faust sagen, was ihr den Geist der Zeiten heißt, ist der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Das mag nur sehr hart klingen. Ich werfe Ihnen das nicht vor, damit Sie mich nicht missverstehen. Ich würde mich nur freuen, wenn man diese Transformation von dem einen zum anderen etwas besser erläutern könnte, sodass es leichter nachzuvollziehen ist. Und zu der Frage, müssen wir als Christen den einen oder den anderen Weg gehen? Da möchte ich persönlich die These äußern. Christen können verschiedene Antworten auf dieselbe Frage haben. Das ist für mich im Grunde für uns, gerade evangelische Christen, ich habe das ja erlebt in Moskau, 7 Jahre in Moskau, von der orthodoxen Kirche, die einen ganz anderen Ansatz hat. Wir als evangelische Christen haben die Eigenverantwortung vor Gott. Das macht uns doch wirklich frei. Wir können doch die Entscheidung treffen, ob wir Gottes Angebot annehmen oder nicht. Und dann sind wir eigenverantwortlich in unserem Handeln. Und das kann uns zu unterschiedlichen Handlungswegen führen. Und auch das wünschte ich mir, dass das deutlicher dargestellt wird, dass Christen sowohl einen Frieden verfolgen, der jetzt schon gänzlich ohne Waffen existieren könnte, oder einen Frieden, wo andere Christen meinen, ich brauche diese Waffen noch, um meine Freunde, meine Partner oder mich zu schützen. Wir haben eine Verantwortung für andere auch. Wir in Deutschland leben hier gut. Mit Estland, Lettland und Litauen, die NATO-Mitglied geworden sind, weil sie Russland fürchteten, ob das begründet ist oder nicht, da haben wir eine Verantwortung gegenüber. Und das Letzte, diese grundsätzliche Abkehr, ich glaube, das steht im Friedenswort auch, von einem Miteinander, um Frieden gemeinsam miteinander zu entwickeln, das sehe ich nicht. Gerade die Bundesregierung engagiert sich, jetzt betrachten wir das mal mit Russland, gerade die Bundesregierung engagiert sich ungemein
für einen partnerschaftlichen Frieden mit Russland. Die Frage, da muss ich noch was zu sagen zur Ausrüstung. Ja, Zahlen, die mögen täuschen, aber man darf nicht verkennen. Die Bundeswehr hatte 1964 5,5% des Bruttosozialproduktes ausgegeben für Rüstung. Bis vorletztes Jahr, 1,1% gesunken. Das ist ein radikaler Abbau. Warum? Weil wir es uns leisten konnten. Wir konnten es uns leisten, weil wir von dem Bestand lebten. Jetzt ist der Bestand nicht mehr da. Es ist alles aufgebraucht. Das Zeug funktioniert nicht mehr. In Afghanistan, als wir dorthin gingen, hatten wir keine eigenen Hubschrauber, um unsere Soldaten zu retten. Das mussten Amerikaner machen, Medivac-Hubschrauber. Da fordert jeder Soldat von der Bundesregierung, kauft uns Hubschrauber, damit wir unsere Soldaten, die ihren Kopf dort riskieren, retten können. Und das geschieht in vielen Bereichen. Wir haben, vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen großen Tsunami. Damals war ich mit zuständig, als wir diese Rettungsaktion unterstützten. Wir haben ein einziges Schiff gehabt, was wir hinschicken konnten nach Bandar Aceh. Und wir mussten militärisch dorthin gehen, weil das Kriegsgebiet war dort. Aber wir konnten dort helfen. Die Soldaten haben ihr Leben riskiert, um dort unterstützen zu können. Ich wünschte mir aber auch, dass bei dem Kapitel 7, was Sie angesprochen haben, wo man Kernpunkte aufgeschrieben hat, was wir wollen, dass wir nicht dieses Apodiktische hätten, wir fordern. Das tut mir persönlich weh. Ich sage, das ist ein Widerspruch in sich. Wir leben hier vor und schreiben ein Frieden, also wir, sage ich mal, Rheinische Kirche, gehöre ich auch dazu und möchte auch dazu gehören. Wir sagen, wir wollen Probleme lösen durch Verhandlungen, durch Mediation. Und dann sagen wir fordern. Wir fordern, dass der Krieg in der Ukraine friedlich und durch Verhandlungen und durch Mediation gelöst wird. Ich wünschte mir, dass in diesem Friedenswort steht, wir wollen dazu beitragen, dass. Und dann gucken wir in den Gemeinden, wie können wir dazu beitragen. Ich habe einen Vorschlag dazu, wie wir dazu beitragen können. Ich bin beteiligt an einem Mediationsprojekt. Deutsch, Russisch, Ukrainisch. 6 Ukrainer, 6 Deutsche, 6 Russen. Wir haben Papier dazu rausgegeben. Gaps and Overlaps heißt, dass wir keine Werbung dafür machen, nur damit Sie wissen, wir machen das wirklich. Ja. Und da geht es darum, über Mediation Wege zu finden, wie wir diesen Konflikt lösen könnten. Das kann man in einem viel breiteren Kreis diskutieren, also kann man sich als Kirche vor Ort daran auch beteiligen. Also ich wünschte mir, dass wir fordern, zu ersetzen durch, wir tragen dazu bei. Und wie wir dazu beitragen, das ist etwas, was jeder von uns machen kann vor Ort. Das wäre mir hilfreicher, als zu fordern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schwalb. Das war auch nochmal sozusagen ein Appell, diesen Impuls wirklich auch weiterzudenken. Das Friedenswort stammt ja nicht von Frau Vollendorf, sondern ist entstanden in einem synodalen Prozess, der auf jeden Fall auch seine Dialektik hat, und wir sind mittendrin. Frau Vollendorf, ich glaube, es ist jetzt fair, dass ich Ihnen einen Moment Zeit gebe, auf vieles zu reagieren oder auf manches zu reagieren, bevor wir dann in ein Gespräch mit dem Publikum kommen. Große Transformation war die Frage, muss man das nicht differenzierter sagen? Unterschiedlichkeiten zulassen, Dilemmata, die Balance zwischen biblischer Ethik und biblischer Theologie und Rechtsstaatlichkeit, reden wir an der Intention des Friedenswortes vorbei mit solchen Anfragen? Danke nochmal für die Zuspitzung. Ich habe aufmerksam zugehört und denke, natürlich könnten wir hier jetzt noch bis weit nach Mitternacht diskutieren mit diesen Fragen. Und mir sind ganz viele Antworten oder auch nochmal Fragen an Sie auch durch den Kopf geschossen. Natürlich bin ich jetzt hier nicht die Spezialistin in allen Bereichen, aber freue mich über das Gespräch auch zu diesem Thema der Sicherheit. Also ich denke, das ist in der Tat ja auch nochmal ein Punkt, den wir
gelegentlich auch theologisch aufgreifen. Ja, was heißt es eigentlich, in Sicherheit zu leben? Wir merken auch jetzt durch die Corona-Zeit im Grunde, was es bedeutet, wenn alte Sicherheiten ins Wanken kommen und dass das ja ein menschliches Bedürfnis ist. Also auch von menschlicher Sicherheit zu sprechen, denke ich, ist sehr legitim und es gibt viele Wege in der Tat zu gucken, wie können wir die menschliche Sicherheit gewährleisten. Und ich sehe auch und sage das mal zu Ihren Schilderungen als allererstes, dass natürlich Soldaten im Einsatz, und das Friedenswort nennt, glaube ich, nirgendwo die Soldaten, es betreibt kein Soldatenbashing, auch kein Bundeswehrbashing an sich global, sondern ist kritisch gegenüber bestimmten Policies, sage ich mal so. Sie erwähnten die Machete. Ich gehe mal darauf ein, weil ich immer sehr vorsichtig bin, wenn ich Menschen mit Macheten sehe. Ich versuche dann immer genau zu gucken, was machen die damit. Sie sagten, es ist ein Kriegsinstrument, aber es ist genauso auch ein Ernteinstrument. Das heißt, es ist nicht einfach, oft zu gucken, was machen Menschen mit Werkzeugen, die nicht unbedingt als Waffen gedacht sind, aber als solche einsetzbar sind. Das ist oft ja im Grunde etwas, was nochmal auf das Problem der Gewalt oder der Gewaltbereitschaft oder der Gewalt, die Menschen ausüben können, verweist. Also da denke ich, müssen wir auch nochmal stärker darüber diskutieren. Ich freue mich, dass wir hier einfach im Dialog sind. Die Zahlen, da kann ich Ihnen nicht folgen, sagen, dass im Grunde auch mit der Begründung der stärkeren Verantwortung in Deutschland, die militärisch angegangen werden muss, sagen, dass es einen Zuwachs gibt. Und deswegen spricht das Friedenswort auch von Militarisierung. Sie sagen, man muss die Zahlen hin und her deuten und die Frage ist, was das für welche sind. Klar, aber ich denke, insgesamt müssen wir sagen, da passiert eine ganze Menge, besonders auf europäischer Ebene, weil Deutschland ja im Grunde die Verteidigung in Europa zentralisieren möchte. Also so lese ich das, was ich lese. Ich will noch mal was zu den Dilemmata sagen, weil darauf sind wir ganz oft auch angesprochen worden. Und wir haben das im Friedenswort in der Tat wie vieles andere, und da kann ich nur sagen, es gibt Lücken ohne Ende, weil das ist nur ein Papier von 20 DIN A5 Seiten. Sie können aus jedem Punkt noch mal eine Studie machen. Die Dilemmata haben wir deswegen jetzt nicht so aufgegriffen, weil es ja in der Tat Dilemmata sind, so sagt das Wort schon. Also Sie können, wenn Sie in einem Dilemma stecken, eigentlich nur Schuld auf sich legen, wenn Sie jetzt vom Thema Sicherheit und Militär her denken oder auch vom Thema Sicherheit und friedliche Konfliktbearbeitung denken. Ja, Sie können, wenn Sie in der Konfliktbearbeitung sind, eines Friedenszentrums, ich habe in Bukavu im Ostkongo gearbeitet. Sie können in eine Situation geraten, wo Sie entscheiden müssen, was mache ich jetzt? Einfach gehe ich da jetzt auch hin oder lasse ich es bleiben? Lasse ich mich gegebenenfalls töten, ohne Widerstand zu leisten, oder leiste ich Widerstand? Das ist ein Dilemma und Sie können bei dem einen oder bei dem anderen Punkt Schuld auf sich laden oder sterben. Das sind Dinge, die wir nicht weiter behandelt haben. Das ist in der Tat richtig. Was ich zum Thema Denkschrift... Darf ich an der Stelle nochmal nachfragen? Ja. Weil es gab ja eben von Herrn Schwalb, habe ich es am deutlichsten gehört, ein Unwohlsein damit, die Dilemmata in gewisser Weise überwinden zu wollen, indem man einen apodiktischen Ton, einen deutlichen Ton, einen prophetischen Ton in das Friedenswort einträgt. Ist das nicht auch wirklich so, das Friedenswort will Dilemmata, die es gibt, deutlicher hinter sich lassen? Und da habe ich von Ihnen beiden gehört, so einfach ist die Sache nicht. Da frage ich nochmal nach der Intention. Dilemmata überwinden, um auch den hohen Anspruch der Bergpredigt oder des Shaloms Gottes, der in die Welt kommt, ernst zu nehmen? Also
Der Begriff fordern hat Sie ja gestört. Und ich denke, klar, wir könnten den ändern. Ich meine, es war auch ein anderer Begriff mal dort vorgesehen. Viele waren aber der Ansicht, wir wollen in der Tat ein Wort sagen, was auch was sagt und uns nicht verstecken und irgendwie uns drum herum schiffen, weil wir dann gefragt würden, ja, was wollt ihr denn jetzt? Und insofern mögen Sie den Begriff kritisieren, aber wir wollten einfach deutlich sein. Das war der Hintergrund, weswegen wir gesagt haben, fordern. Andere Synodale haben natürlich gesagt, okay, wenn das so ist, dann können wir sagen, dieses Friedenswort ist nicht eins, dem wir unsere Zustimmung als solches geben können, sondern bitte macht es zum Diskussionsimpuls. Das war dann der Synodenbeschluss, wo Menschen gesagt haben, schreibt es rein, ihr fordert das in der Gruppe, wie sehen das andere? Und ich höre Sie jetzt, Sie sehen es anders und es gibt andere Stimmen, die das genauso sehen. Genau das ist der Sinn und Zweck dieses Diskussionsimpulses. Und das ist auch der Grund, weswegen Menschen dann gesagt haben, wollen wir doch mal sehen. Sind das die Konsequenzen, die wirklich aus unserem christlichen Glauben folgen? Oder sehen Menschen das anders? Ich kann an vielen Stellen sagen, also wenn ich jetzt beispielsweise Büchel und die Atombomben sehe, dass das in der Tat keine Option mehr ist heutzutage und das Konzept der Abschreckung nie überzeugend war und mich auch heute nicht überzeugt. Und ich finde schon, dass das eine Konsequenz meines Glaubens ist, dass diese Bomben international geächtet werden müssen. Und das ist ja im Grunde auch die Forderung des Atomwaffenverbotsvertrages. Also das ist aber jetzt meine Meinung, dass das aus meinem Glauben heraus resultiert. Ich möchte niemanden den Glauben absprechen, weil er eine andere Position dazu hat. Nur, wir sollten es diskutieren und wir sollten dann auch überlegen, was sagt uns das biblische Zeugnis und wo kommt es her? Genau. Ich finde, wir haben es, dann komme ich nochmal zu Frau Reitz wieder. Und dann ist Frau Reitz aber selber noch dran, vielleicht können Sie sich das noch einen Moment aufheben, weil Frau Reitz auch gerne reagieren wollte, genau zu dem Punkt. Sie brauchen gar nichts tun, das ist laut. Ich finde schon, dass hier eine recht harte Identifikation von empirischer und unsichtbarer Kirche. Sie erwähnten ja die Ecclesia Invisibilis, die unsichtbare Kirche. Hier wird eine Identifikation in diesem Papier gemacht von empirischer Kirche, also der vorfindlichen, sichtbaren Kirche und der unsichtbaren. Und in der protestantischen Tradition gibt es eine gewachsene Unterscheidung dazwischen, wo man einfach sagt, wir sind schon immer Kirche des gerechten Friedens von Gott her. Immer dann, wenn wir als Creatura Verbi, also als Geschöpf des Wortes, aus Wort und Sakrament als Christinnen und Christen leben. Das müssen wir nicht erst machen. Und mit diesen Forderungen, auch wenn wir sie etwas schlanker formulieren, insinuieren wir doch, als könnten wir das aus eigener Kraft machen. Und das, was unseren Glauben auch ausmacht, dass da noch ein Eschaton, ein letztes ist, das wir nicht machen können, das auf uns zukommen wird von Gott her, das blendet dieses Papier doch weitgehend aus. Und ich finde das auch eine theologische Schwäche. Ist das Ganze nicht auch eine Frage nach dem Kontext? Frau Vollendorf macht den Kontext, so habe ich das wahrgenommen, so aus, dass durchaus Notwendigkeit ist, die Sache voranzutreiben. Auch Frau Koch-Torjul hat eben gesagt, Frieden müssen wir gestalten. Das ist nichts, was wir sozusagen nur zur Kenntnis nehmen. Natürlich sagen Sie beiden das auch nicht. Aber beschreiben wir nicht den Kontext unserer Situation jetzt unterschiedlich, bevor wir sozusagen sehr in unterschiedliche Kirchenmodelle gehen. Ich möchte auch gerne mal kurz einhaken. Mit Ihrem Argument, Frau Reitz, konnte ich jetzt nicht so mitgehen, weil die Forderungen, ich glaube, da bin ich auch nicht auf Herrn Schwalbs Seite, dass man konkret, man wird ja auch jetzt nach den Vorkommnissen, rassistischen Vorkommnissen, die ja jetzt kein erster oder Einzelfall sind, wird man ja nicht sagen, es wäre schön, wenn wir darauf hinwirken würden, dass sowas nicht passiert, sondern man wird sagen, wir fordern, dass Schwarze wie Weiße behandelt werden, wir fordern, dass Polizisten bestraft werden, die sowas machen. Also was zu fordern, finde ich nicht verkehrt. Wenn man was bewirken will und wenn man Ziele hat, kann man auch, muss man auch was fordern. Also da
da sehe ich auch nicht, dass deswegen plötzlich der Anspruch besteht, selber darin die in unsichtbare Kirche voll und ganz zu repräsentieren, sondern da nimmt man ein Stück Verantwortung als mündiger Bürger, mündige Bürgerin mit einer christlichen Haltung und ich bringe eine Forderung aufgrund meiner Überzeugung vor. Dazu möchte Herr Schwalb direkt was sagen. Genau, ich störe mich deswegen auch daran, an diesen harten Forderungen, an diesem apodiktischen, weil ich mir immer überlege, was bedeutet das für mich? Also was kann ich damit anfangen? Von wem fordere ich das? Also von wem wird gefordert, dass der Ukraine-Konflikt friedlich und durch Mediation zu lösen ist? Fordern wir das von den Ukrainern? Fordern wir das von den Separatisten? Von den Russen? Von den Deutschen? Von wem fordern wir das eigentlich? Also deswegen wäre mir wichtig zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass der friedlich gelöst wird? Das ist doch eigentlich der Punkt. Also natürlich ist das, vielleicht ist das das Problem eines Soldaten. Wir gucken immer danach, wie kann ich etwas operationalisieren, also wie kann ich es umsetzen, dass das Ergebnis und das Ziel erreicht wird. Wir gucken immer vom Ziel her, wie kann ich das umsetzen. Und mir fehlt hier in dem gesamten Kapitel 7, wie ich das umsetzen kann. Mir scheint es vielmehr, das ist jetzt extrem kritisch, was ich sage, aber mir scheint es vielmehr, als habe man etwas Bestimmtes sagen wollen und das unterstreicht man durch eine Ausgangslage, die aber nicht 100% richtig ist. Ja? Also Sie sprachen das an, wenn ich das nochmal erwähnen darf, Sie sprachen das an, das Weißbuch. Das Weißbuch spricht nirgendwo von Interventionen, um unseren Wohlstand zu sichern. Nirgendwo. Da gibt es kein einziges Wort zu, ganz im Gegenteil. Das Weißbuch, ich habe es nicht geschrieben, also ob ich das gut finde oder nicht, ist auch vollkommen irrelevant. Das Weißbuch spricht an einer Stelle durchaus von dem Schutz der Handelswege. Warum spricht es von dem Schutz der Handelswege? Das spricht von dem Schutz der Handelswege, weil wir davon abhängig sind. Gewalt wird nicht angewendet, weil Soldaten, nicht nur Deutsche, Spanier, Russen im Übrigen und Chinesen auch, am Golf von Aden waren und im Indischen Ozean waren, um vor der Piraterie zu schützen. Die haben nicht die Gewalt erzeugt, die haben Gewalt dadurch verhindert. Also ich tue mich damit etwas schwer, ich will das einfach nur sagen. Okay, das ist nochmal ein spannender Punkt, weil an dieser Stelle ja auch die Badische Kirche ganz stark sagt, es gibt Perspektiven der auswärtigen Politik und der Sicherheitspolitik, die wir stärken müssen. Hier wird es genannt, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Das soll die Aufgabe auch einer Bundeswehr in der Zukunft sein, statt der Mischung, von der wir heute Abend gesprochen haben. Aber das ist vielleicht auch noch ein bisschen zu einfach und deshalb hat die Rheinische Kirche das ja auch nur als einen Punkt genannt. Wir sind jetzt so weit in der Zeit, dass Sie sicher schon ungeduldig sind, sich auch mal einbringen zu wollen. Das dürfen Sie jetzt gerne tun. Da vorne steht das Mikrofon und dann nehmen wir uns jetzt Zeit für Ihre Fragen. Bitte schön. Vielleicht sagen Sie auch, an wen Sie die Frage konkret richten, wenn Sie... Gut, jetzt weniger eine direkte Frage, sondern einfach meine Meinung dazu und wie ich das sehe. Wir haben ja hier in Kerpen, mein Name ist Hubert Müller, ich bin hier aus der Gemeinde Kerpen. Wir haben uns ja hier in Kerpen vor weit über einem Jahr damit beschäftigt. So, und ich war schon damals nach der Lektüre des Textes etwas irritiert und auch hier ziemlich befremdet, weil der Text über weite Strecken auf einer sehr, sehr abgehobenen, für mich moralischen Ebene agiert. Okay, und für mich die Frage ist, wie dieser Text überhaupt der ziemlich vielschichtigen und komplexen Realität von heute, von 2020, gerecht wird. Okay, in den Passagen mit konkreten Forderungen und Handlungsansätzen habe ich den Eindruck, dieser Text wurde von einem Personenkreis verfasst, der mit der kirchlichen Friedensbewegung identisch ist. Das heißt, ein breites Spektrum ist hier gar nicht wirklich einbezogen worden, wobei ich jetzt schon wahrgenommen habe, es war nicht ganz so. Da gab es durchaus Kontroversen und Diskussionen. Dieser Text könnte noch viel, viel härter sein, wo ich mich schon mit dem Text unwohl fühle.
Gut, darum begrüße ich, dass es heute wirklich in diesem breiten Rahmen diskutiert wird. Dann möchte ich auf zwei konkrete Punkte aus dem Papier eingehen. Das ist einmal die Forderung, wir fordern die gezielten Tötungen von Menschen durch Kampfdrohnen einzustellen, da sie ethisch nicht legitimierbar sind. Ist eine Forderung, wo man zunächst mal sagt, ja, aber wie ist die Situation auf der Ebene, wenn dieses wirklich das letzte Mittel ist? Ich denke da an ein Szenario 9/11, also 11. September 2001, wo eben durch so eine Maßnahme die Tötung, der Mord an Hunderten oder wie auch immer, wie viele Menschen verhindert werden könnte. Dieses Papier oder unsere Kirche muss doch das auf dieser Ebene diskutieren, und hier auch, wir haben hier nebenan, den Fliegerhorst in Nörvenich, wo Gemeindemitglieder tätig sind, die vielleicht in solche Situationen kommen können. Okay, und dieses Papier schlägt auf einer ganz, ganz hohen Ebene einen Pflock ein. Das Zweite, wo ich konkret darauf eingehen möchte, das ist unter 7.5 Friedenserziehung. Wir fordern die Aussetzung von öffentlichen Werbekampagnen der Bundeswehr, insbesondere bei Jugendlichen unter 18 Jahren. Also ich empfinde das wirklich als völlig realitätsfremd und ich empfinde das als ausgrenzend. Okay. Minderjährige und Jugendliche können heute im Internet sich alles holen, die schlimmsten Dinge, können sich das anschauen. Sie sollten aber nach dieser Forderung, sollten sie dann wohl von YouTube-Videos der Bundeswehr, die zur Nachwuchswerbung dienen, sollten sie geschützt werden. Das ist also, wie gesagt, realitätsfremd und ausgrenzend, aus meiner Empfindung. Und wir haben ja alle unsere persönliche Biografie, die wurde hier schon mal ein bisschen angesprochen. Meine persönliche Biografie ist, dass ich 1986, 87 den Wehrdienst geleistet habe, zur Hochzeit des NATO-Doppelbeschlusses, zur Hochzeit der Diskussionen um die Nachrüstung. Und dass ich damals nicht das Gefühl hatte, dass die evangelische Kirche, so wie sie sich damals öffentlich geäußert hat, dass die evangelische Kirche das respektiert hat und das als eine legitime Entscheidung gesehen hat, sondern da war damals die Positionierung sehr, sehr klar. Und wenn ich so eine Forderung lese, muss ich sagen, dieser Stachel, der da immer noch ein bisschen in mir ist, der tut ein bisschen weh, ist zu dramatisch, aber den spüre ich da wieder. Vielen Dank. Ja, das haben Sie so offen gesagt, dass wir das, glaube ich, auch gut aufnehmen können. Und ich habe drei Fragen gehört. Einmal, in welchem Friedensbewegungsraum ist dieses Wort in der Rheinischen Kirche in Ihrem synodalen Prozess eigentlich entstanden? Und dann waren es zwei konkrete Fragen noch zu Drohnen und zu dem Vorwurf oder zu dem großen Fragezeichen, was Werbung an Schulen angeht. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage an Frau Vollendorf, das sind auch Sachfragen, aber vielleicht zunächst mal an Sie, weil es um die Genese geht, Frau Vollendorf. Ja, es ist 2017, wie gesagt, auf der Synode. Nehmen Sie das Mikrofon bitte. Es ist 2017 auf der Synode in der Tat der Hintergrund gewesen, dass es historische Gedächtniskultur präsentieren sollte, zuallererst der Anlass. Und dann hat die Kirchenleitung eine Gruppe eingesetzt, die sich damit beschäftigen soll. Und in dieser Gruppe saßen im Grunde auch die Autoren zusammen. Diese Gruppe war in der Tat, da haben Sie recht, sehr von der Friedensbewegung geprägt. Wir hatten aber auch Menschen dabei, die aus dem universitären Raum kamen und sich theologisch, historisch und exegetisch eingebracht haben. Also es war eine sehr bunt gemischte Gruppe. Wir hatten
nur zwei Institutionen nicht im Blick, die sich hinterher auch kräftig zu Wort gemeldet haben. Das eine war die Militärseelsorge. Und unsere Konsequenz war, dass wir dann nach Veröffentlichung des Friedenswortes die erste Rheinische Friedenskonferenz nach der Veröffentlichung des Wortes mit Herrn Dr. Beckmann durchgeführt haben aus Berlin, der dann als damals Militärreferent des Bischofs damals eben sich bei uns eingebracht hat mit Thesen und mit einer Äußerung, die natürlich ähnlich kritisch waren, wie Frau Reitz das jetzt hier dargestellt hat. In der Tat haben wir das zuvor, also hatten wir da keinen Repräsentanten, deswegen ist Ihr Eindruck da nicht unbedingt falsch. Aber wir haben eben ernst genommen, es soll ein Diskussionsimpuls sein und haben dann gesagt, wir gehen doch ins Gespräch. Und das haben wir eben im ersten Jahr gleich zuallererst gemacht. Im zweiten Jahr haben wir die Rüstungsexporte stärker betrachtet. Da hatten wir auch Experten zugegen. Da haben wir mit der Evangelischen Akademie einen Studientag gemacht. Und da gibt es auch eine EPD-Dokumentation zu. Und im dritten Jahr haben wir uns nochmal theologisch das Thema Versöhnung vorgenommen. Also wir haben so eine Mischung, deswegen sind wir zu vielen Dingen gar nicht gekommen, wie zum Beispiel dem Problem der Drohnen. Da waren wir sehr involviert in den Rüstungsdiskussionen, was auch Munition angeht, was Kleinwaffen angeht und was Rüstungsfirmen angeht, gerade in Düsseldorf habe ich ja Rheinmetall in der Nachbarschaft. Das waren eher so die Themen. Ich weiß, dass wir ja jetzt kürzlich eine Diskussion hatten. Sie haben in der Bundeswehr, meine ich, anlässlich des Problems von vollautonomen Waffensystemen eine Veranstaltung durchgeführt, die ich mir im Netz mal angeschaut habe. Da ist mit Politikern auch diskutiert worden und das war sehr spannend. Da ist ja in der Tat die wesentliche ethische Frage, wer entscheidet dann im Grunde über die Tötung von Menschen. Sind das tatsächlich dann noch diejenigen, die dann irgendwo im Hintergrund in einem Büro sitzen und auf einen Knopf drücken, dass diese Waffe abgefeuert wird? Also man sagt ja dann eben auch im englischen Raum Killer Robots, da hat sich ja auch eine Kampagne formiert. Ist das etwas, was die Programmierer zu verantworten haben, die diese Waffe programmiert haben? Wie können wir ethisch verantworten, dass wir nicht genau sehen, wo die eigentlich auftrifft? Das sind ja, habe ich mich informieren lassen, Videobilder. Da steckt eine Menge ethischer Fragen hinter, wie ein solcher Einsatz verantwortbar wäre. Nicht nur, dass wenn der Einsatz dieser Waffe Erfolg hat, viele Menschenleben geschützt werden, sondern auch, wenn diese Waffe eingesetzt wird, können nicht intendierte Kollateralschäden passieren und viele Menschen auch getötet werden durch diesen Einsatz der Waffe, die man gar nicht töten möchte. Also, und da gibt es, glaube ich, auch noch eine große Diskussion und eine Spannbreite zu diesen Waffen. Da sind wir noch lange nicht so weit. Ich bin selber auch erst am Anfang, mir zu überlegen, wie können wir eigentlich ethisch damit umgehen. Aber solange das noch quasi viel diskutierte Fragen sind, finde ich ein Moratorium richtig und finde im Grunde, dass wir diese Waffen nicht verantworten können. Die EKD-Kundgebung ist da übrigens sehr klar und sagt, da diese Waffen wollen wir ächten. Danke, Frau. Ja. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne das Wort nochmal an Frau Reitz richten. Das war die dritte Frage nach der Rekrutierung von Soldaten im Kontext von Schulen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Nee, ich wollte jetzt mal auch Punkte des Friedenspapiers stärken. Okay. Ja, vielleicht haben mich 10 Jahre in der Bundeswehr schon so geprägt, dass auch ich lösungsorientiert bin. Aber das ist ja in die Gemeinden gegeben und die Gemeinden sollen sich ja äußern. Und die Gemeinden sollen sich anschließen. Und dann frage ich mich, was kann eine Gemeinde tun? Ich stimme Ihnen völlig zu, wenn Sie sagen, das ist immer so hoch angesetzt. Und es gibt Punkte, die sehr konkret sind unter der Nummer 8 im Friedenspapier. Da werden Handlungsempfehlungen benannt, wie Förderung ziviler Friedensdienste,
Friedenserziehung in Schulen und Jugendarbeit. Ja, das ist das, was wir leisten können in den Gemeinden und das sollten wir tun. Und wenn Jugendoffiziere in die Schulen kommen und von der Bundeswehr in ihrer Arbeit berichten, können wir als Kirche auch von unserer Friedensarbeit berichten und das genauso nebeneinander stellen, wie wir das hier tun. Warum nicht? Und ganz versteckt in einer Anmerkung. Unter der, auf der Seite 9 ist die Anmerkung 9. Das, nicht Seite 9, unter Punkt 9, da steht, das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben einzuhalten, wie es die NATO-Partner fordern, muss im Zusammenhang mit dem gleichermaßen unerreichten 0,7%-Ziel des BIPs für humanitäre Hilfe und Entwicklung gesehen werden. Jawohl, genau, weil dem Frieden geht auch soziale Gerechtigkeit und dazu gehört Zugang zu Wasser, zur Ernährung, zu Bildung. Das gehört alles dazu. Und deshalb können wir nicht nur Verteidigungsausgaben erhöhen, sondern müssen auch bei der Entwicklungshilfe entsprechend nachlegen. Und das, finde ich, das sind konkrete Dinge. Und da kann sich auch Kirche und christliche Gemeinde beteiligen. Die im hohen Ton vorgetragenen Forderungen, da tue ich mich auch schwer. Die Frage nach dem Einsatz von Jugendoffizieren in der Schule ist aber ein sehr konkreter Punkt. Sehen Sie das als ein ethisches Dilemma als Militärseelsorgerin an? Gibt es darüber auch Diskussionen? Da wird ja auch aus dem gesellschaftlichen Raum von verschiedenen Gruppen drauf Bezug genommen. Nein, in einer offenen Gesellschaft müssen wir miteinander diskutieren, so wie wir das hier auch machen und kontrovers. Und dann hat auch die Bundeswehr das Recht, sie ist in einer Parlamentsarmee, in einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat. Da kann ich nicht Teile einfach ausblenden. Das geht nicht. Und ich finde, wir als Kirche gehen ja auch rein in die Schulen und dann stellen wir unsere unterschiedlichen Ansätze mit dem gleichen Ziel, Frieden zu schaffen, nebeneinander. Und ich traue Jugendlichen zu, dass sie selber denken können. Ja, wir haben jetzt gleich 9:30. Insofern haben Sie jetzt noch einmal die Gelegenheit, nochmal zum Mikrofon zu kommen. Vorher hat Herr Schwalb aber nochmal ums Wort gebeten. Vielen Dank. Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Einlassung. Ich beginne auch mit den Drohnen. Wir reden oft über Waffensysteme. Grundsätzlich aus meiner ganz persönlichen Sicht gibt es keine guten und schlechten Waffensysteme. Es gibt die Menschen, die darüber entscheiden, ob sie eingesetzt werden sollen oder nicht. Also Sie sprachen über die Machete. Da bin ich fest von überzeugt. Also weil ich es überall gesehen habe. Ich kann das nur aus eigener Ansicht sagen, es gibt keine guten und schlechten. Was den NATO-Doppelbeschluss anging, Sie sprachen das an, die Diskussion in den 80er Jahren, die habe ich von beiden Seiten erlebt, weil ich zu dieser Zeit auch in der evangelischen Kirche eine Jugendgruppe führte. Und das war spannend natürlich. Ich war Hauptmann und Kompaniechef und führte gleichzeitig eine Jugendgruppe. Und ich hatte auch aus meiner Kompanie Soldaten, Wehrpflichtige, die in meiner Jugendgruppe waren. Also es war eine tolle Sache eigentlich. Aber natürlich hat man dort intensiv darüber gerungen, was das Richtige. Heute gehen wir davon aus, zumindest habe ich das so unterschwellig gehört, auch bei Ihnen, Frau Kochter-Juhl, ja, wir waren ja in der Friedensbewegung, wir haben da ja was bewegt. Bewegt, dass die Waffen abgeschafft wurden, hat der Doppelbeschluss, nämlich der Beschluss, dass sie aufgestellt werden sollten. Und das war der erste große Beschluss, der zu wirklicher nuklearer Abrüstung geführt hat. Und in Folge darauf kam dann der Reykjavik-Beschluss und dann kam der Beschluss über START, New START, massive Reduzierung der Nuklearwaffen. Also Nuklearwaffen, das ist ein auch politisch natürlich heiß diskutiertes Thema, Büchel. Nur ein Punkt dazu, ich weiß, auch Politik ist sich nicht einig darüber. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das richtig oder nicht richtig ist. Aber dagegen, dass die abgeschafft werden hier, spricht ein ganz triftiges Argument. Wenn die hier weggenommen werden, werden sie auch aus der Türkei weggenommen und aus anderen europäischen Staaten, wo die Amerikaner diese Waffen noch haben. Die Türken werden als erstes ein Nuklearstaat werden. Sie werden selber Nuklearwaffen bauen wollen. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir diese Sache erhalten haben. Die Frage der Werbung, Jugendoffiziere, nach meinem Dafürhalten, ich habe das lange nicht mehr erlebt, ja, weil ich nicht mehr so richtig in der Truppe war, die letzten Jahrzehnte. Aber
Jugendoffiziere haben zumindest bis in den 90er Jahren keine Werbung für die Bundeswehr gemacht. Die waren im Rahmen der politischen Bildung tätig. Da wurden auch alternative Modelle diskutiert. Es ist nicht so, dass die Jugendoffiziere für eine bestimmte Richtung für die Bundeswehr geworben haben. Da aber die Bundeswehr heute keine Wehrpflichtarmee mehr ist, muss die Bundeswehr irgendwoher Nachwuchs bekommen und deswegen macht sie Werbung. Aber nicht in der Schule durch die Jugendoffiziere, sondern durch die Werbung, die Sie ansprachen. Vielen Dank. Ja, ich denke, wir kommen jetzt in die Schlussrunde, in eine ganz kurze. Und ich bitte Sie vier, sich vorzustellen, dass Sie bei der Landessynode 2021, die vielleicht digital oder in Bad 9a stattfinden wird, 30 Sekunden Zeit haben, ein kurzes Video-Statement der Synode zu sagen, was Sie diesem Wort mit auf den weiteren Weg geben wollen. Das wird dann von 250 Synodalen gehört und ist ein Denkanstoß. Wir haben heute Abend schon viele gehört. Wenn Sie die in zwei Sätze zusammenfassen wollen, die Kamera läuft. Liebe Frau Kochtor-Juhl, ich bitte Sie mal, wir schneiden das dann hinterher. Okay, aber es wird nicht geschnitten, ich weiß. Wenn ich die Gelegenheit hätte, auf der Landessynode zu stehen, dann würde ich sagen, wie war das? Was haben Sie eigentlich gemacht, nachdem Sie vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Hand gehoben haben, um über dieses Papier abzustimmen? Haben Sie das Papier wirklich mitgenommen in Ihre Gemeinde, in Ihren Kirchenkreis und haben Sie gesagt, darüber müssen wir jetzt mal reden? Meine Befürchtung ist nämlich, dass es nämlich nicht passiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Metaebene, dass ich das Gefühl habe, wir sind da irgendwo infiziert. Die einen, weil sie eben doch glauben in der Friedensbewegung, mal durch Demonstrationen und Engagement, was bewegten, auf die Straße gebracht zu haben und auch in die Welt gebracht zu haben als Protest gegen diese waffenstarrende Welt. Und die anderen, weil sie sich auch ganz verantwortungsbewusst in diesem Feld Sicherung des Friedens zu bewegen. Ja, Sie müssen mir da Stichworte geben. Genau, aber ich beschäftige mich eher damit, warum interessiert es so wenige? Nicht? Und da habe ich eben doch die Sorge, dass das eher auch ein Stück Gedächtniskultur ist und Gedenkkultur. Und da möchte ich eigentlich nicht, dass es bleibt. Also ich würde die Landessynodalen bitten, sich das Papier nochmal zu nehmen, dann in der weiterentwickelten Form und dann wirklich zu gucken, wo wir in unseren Gemeinden und Kirchenkreisen sehr konkret uns eine Friedensaufgabe stellen können und der dann widmen können. Und das andere ist eben dieses Miteinanderreden. Ne? Danke. Frau Reitz, was möchten Sie der Landessynode auf den Weg geben? Ich wünsche mir für die Weiterentwicklung dieses Friedensimpulses innerweltlich mehr Ambiguitätstoleranz und spirituell eine offene Hoffnung darauf, dass das, was in dieser Welt geschieht, noch nicht das Letzte ist, sondern dass die Vollendung bei Gott und in Gott sein wird. Vielen Dank. Und das Fremdwort hieß Spielräume möglich halten. Ne? Frau Vollendorf, vielleicht sind Sie gleich die Letzte, weil Sie müssen es dann ja auch weitertreiben. Herr Schwalb. Ja, ich wünschte mir von der Landessynode, dass man das unter das Wort von 1. Jakobus 1, Vers 19 stellte. Seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also hört auch auf das, was die Gemeinden euch sagen und denkt darüber nach. Übrigens etwas, was für die Mediation von ganz entscheidender Bedeutung ist. Ich halte das Friedenswort für ein interessantes und von der Zielrichtung her gutes Papier. Allerdings wünschte ich mir, dass es weniger apodiktisch, spaltend und ausschließend wäre, also mein Empfinden, dass es reflektiert, dass Christen verschiedene Antworten haben können auf die gleiche Frage, dass die Forderungen umformuliert werden, in was können wir als Kirche, als Gemeinde, als Ortsgemeinde beitragen, dass es anerkennt, dass Entscheidungsträger in Politik und Militär schwierige ethische Entscheidungen und moralische Entscheidungen zu treffen haben und dass wir wirklich auch ermuntert werden, uns zu engagieren. Ich würde nachher noch ein bisschen Werbung machen, wenn der eine oder andere Lust hat, mache ich aber jetzt nicht. Wenn die Kameras aus sind. Dankeschön.
Frau Vollendorf, Sie haben viel gehört und auch auf vielen anderen Veranstaltungen, was dazu gehört. Was geben Sie der Landessynode 2021 für Ihre weitere Entscheidung und Richtungsweisung mit? Ja, ich würde die Landessynode, um hier anzuschließen, nicht nur ermuntern, sondern auch ermutigen, wirklich konkrete Schritte für den Frieden zu tun. Und zwar gespeist von dieser Hoffnung, der Shalom Gottes ist in die Welt gekommen. Und wenn wir in Jesus Christus leben, ist Frieden stiften gemäß Bergpredigt auch eine Aufgabe. Ich finde, das Friedenswort ist da spirituell und theologisch recht klar. Ich beziehe mich mal auf dieses letzte Bild hier, weil das kommt aus Nes Amin in Israel. Und dort sehen Sie, dass die Menschen der drei monotheistischen Weltreligionen beten zu dem einen Gott. Und ich finde, das ist ein super Bild und ein gutes Beispiel, um zu gucken, wie man Konflikte bearbeiten kann, nämlich indem man miteinander auf einen Fokus guckt und nimmt und den in den Blick nimmt und dann guckt, wie können wir hier Gott wahrnehmen in dieser Welt. Vielen Dank. Ja, ich möchte Ihnen vier, liebe Frau Kochtor-Juhl, liebe Frau Reitz, liebe Frau Vollendorf und lieber Herr Schwalb, ganz herzlich danken für Ihr engagiertes Miteinander-Sprechen in dieser ungewöhnlichen Situation. Das Publikum war stärker ein Zuhörendes, aber vielleicht unterstützen Sie das, indem Sie dazu auch Beifall spenden. Herzlichen Dank Ihnen Vieren. Ich habe von unserem Namensgeber Melanchthon gelernt, dass es im Grunde nur darum geht, die Politik Christi zu treiben und zu hören. Ich glaube, wir haben ein Stück Politik Christi heute Abend in dieser Spannweite miteinander betrieben. Und wir hören, das ist das Letzte heute Abend, auf ein biblisches Wort und auf ein Gebet und beschließen damit diesen Abend. Und ich danke Ihnen allen fürs Kommen. Das biblische Wort steht hier nicht, aber ich habe eben noch mal, als ich über das Thema Waffen und was kann eigentlich zur Waffe werden, als ich darüber von Ihnen hörte, gedacht, dieses Wort Schwerter zu Pflugscharen ist doch ein wunderbares Wort. Also alles lässt sich hoffentlich verwandeln und manchmal muss man es dafür aber auch kaputt machen. Ich habe ein Gebet gefunden in unserem Gesangbuch, das ja auch ein Gebetbuch ist. Und das finde ich ganz passend für uns heute Abend. Das soll jetzt am Ende stehen. Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger zu beten. In dieser Welt aber will die Sprache des Hasses und der Drohung nicht verstummen. Hilf uns, wirksam für den Frieden und für Gerechtigkeit unter den Völkern einzutreten. Bewahre alle, die Waffen tragen und alle, die über Waffen befehlen, vor den Versuchungen der Macht. Gib, dass sie Frieden halten und dem Frieden dienen. Lass das Zeugnis derer Gehör finden, die sich aus Gründen des Gewissens weigern, eine Waffe zu tragen. Gib, dass durch ihr Beispiel der Wille zur friedlichen Verständigung in der ganzen Welt wächst. Lenke unsere Herzen und Sinne, dass wir uns auch in Streitfragen als deine Schwestern und Brüder erkennen. Amen. Ja, vielen Dank nochmal an Sie. Vielen Dank für das Kommen hier nach Kerpen. Vielen Dank an die, die im Netz dabei sind und immer noch dabei sind. Ihnen allen einen guten Abend.